Pott mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Hartmann. So oder so, ich hoffe, ihr sitzt da draußen mit einem wärmenden Heißgetränk, denn das hier ist die Weihnachtsfolge. Ich hoffe, das Leben, das schmeckt, der Schnee rieselt und ihr habt es genauso schön wie wir, denn wir sind heute zur weihnachtlichen Feier des Tages auch in ein weihnachtliches Setting umgezogen. Denn wie ihr schon erkennt, sind wir nicht im Studio, sondern hier in den Räumlichkeiten des Oranias. Und zufälliger, fast schon lustigerweise, ist der heutige Gast Küchenchef und Hoteldirektor von genau diesem Hotel. Ich weiß nicht, wie das, also das muss ein Zufall sein. Philipp Vogel. Verrückt, willkommen verrückt. Hier bei mir am Mikrofon. Es vielen lieben Dank. Es ist so, so schön, dass du hier bist. Wir schwärmen, seitdem wir euch kennengelernt haben, von euch beiden. Ihr seid sehr sympathisch, fast die sympathischsten Menschen, die wir in diesem Jahr kennengelernt haben. Tut mir leid an alle anderen, die wir kennengelernt haben. Aber es ist wirklich ein Fest, jedes Mal, wenn wir euch sehen. Ich ja in letzter Zeit ein bisschen öfter als Jenny, aber es ist wirklich ein Fest, dass du heute hier bist. Kann ich nur weitergeben. Also wir haben uns auch, wann haben wir uns kennengelernt? Wann war das? August? Ich kann die Monate, ich weiß noch, was es war. Weiß ich auch noch. Weißt du auch noch, durch wen? Wie meinst du jetzt? Durch die höchste Instanz, durch die man sich kennenlernen kann. Ach so. Nämlich durch Frau Merkel. Frau Merkel hat uns zusammengebracht. Genau. Ich habe sie angefasst und gestreichelt, was jetzt super weird klingt, wenn man nicht weiß, wer Frau Merkel ist. Denn Frau Merkel ist nämlich euer, was ist die Rasse? Cockapoo. Ich habe gedacht, du sagst jetzt unsere Bundeskanzlerin. Ja, auch, aber die war an dem Abend nicht dabei. Ja. Es war nicht die Bundeskanzlerin, sondern die Hundeskanzlerin. Und ich hab mich direkt mit eurem Cockapoo angefreundet und dachte mir, oh wow, ihr seid die Einzigen, ihr wart gar nicht die Einzigen mit einem Hund, aber da muss ich sofort mal. Waren ja ein paar mit Hund da, genau. Da muss ich sofort mal zulangen und streicheln, weil sie so schön weich ist. Ah ja. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir den ganzen Abend miteinander verbracht in der Bullerei bei in Tim. In der Bullerei bei Tim. Aber wir haben ja nicht bei Tim gegessen, sondern eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, noch geiler, anders geil. Wir haben gegessen es war Hochzeit von der Bullerei, dem Rosi und dem Gül. Ganz genau. Und ich war 2 Wochen vorher war ich in Zürich im Rosi und seitdem her, auch hier muss ich mich bei allen anderen entschuldigen, ist das Rosi mein absolutes Lieblingsrestaurant. Wenn ich die Chance habe, im Rosi zu essen, dann bin ich dabei. Ich weiß nicht warum, ich mag auch Hessen Blumenthal, seine Kochweise. Mhm. Ich weiß, dass Markus da war. Ich habe den auch viel importiert von seiner molekularen Küchenart, Sprache und das übersetzt auf seine bayerische Herkunft, was genial ist. Also wirklich, ob es Cordon Bleu oder ob sie Käsespätzle sind oder der Wurstsalat, ist alles genial und gepaart mit Erlebnisgastronomie. Und allein, dass wir da ankamen, und diese Hochzeit wurde ja eingeläutet, ich glaube, es war noch nichts los. Auf einmal ging Musik an, laute Hochzeitsmusik und eine entweder 60 bis 100 Zentimeter große Hochzeitstorte wurde reingeschoben. Also wirklich ganz dick aufgetragen und genauso dick aufgetragen wurde dann später auch aufs Brot, denn es war eine Torte bestehend aus Butter. Geil. Eine Butter-Hochzeitstorte mit Schnittlauch dazu, sind die rumgefahren und haben Butter aufs Brot geschmiert. Das hat uns so begeistert, dass es war klar, dass Elif und Markus, also aus dem Gül, Elif und Markus aus dem Rosi, dass die auch hier kochen zur Eid Berlin. Mhm. Und ich habe gesagt, bitte lass uns diesen Abend nicht wiederholen, aber lass uns ein, zwei Ideen davon klauen und lass uns das Thema einfach nochmal feiern, weil es war also wirklich so ein schöner Abend. Und das haben wir dann auch hier gemacht, zur Eid Berlin, vor, ich glaube, 6 Wochen ist es her. Irgendwie sowas. Jetzt zur Ausstrahlung würde ich sagen, auf alle Fälle. Ja, vielleicht dann auch 8 Wochen. aber es war also auch hier ein so schöner Abend. Und ich muss sagen, Elif und Markus, zwei ganz besondere Menschen, muss man wirklich sagen. Die sind auch so lieb. Total lieb, total herzlich. Und Markus, auch ein, also du sagst, dein Lieblingsrestaurant, ich kann es verstehen, wir waren auch dieses Jahr da und ich habe lange nicht mehr einen so lieben, aber auch irgendwie nerdigen Koch kennengelernt, der so tief in der Materie ist und trotzdem noch so,
so ein bisschen Verrücktheit dabei hat, ausprobiert. Also in den Vorgesprächen vor der Eat Berlin, wir hatten so witzige Telefonate und ich musste den irgendwie so auch während des Telefonats ein bisschen bremsen, dass ich überhaupt mitkomme mit seinen Gedankengängen. Was er geplant hatte? Was er machen wollte und was er vorher aber auch noch nie selber gemacht hat. Und ich habe gesagt, wow, wir machen hier eine Veranstaltung und du kommst irgendwie mit Ideen, die du selber nie gekocht hast. Würde ich nie machen. Ich bin viel zu organisiert. Also wenn ich irgendwo außer Haus koche, dann immer das, was ich kann und was ich kenne und dass es bloß nichts schief gehen kann. Und das war so erfrischend mit ihm, weil er dann irgendwie an dem Abend selber dann noch durch die Küche ist und gesagt, ah, sollen wir nicht noch das dazu machen? Da könnten wir doch noch. Und Elif hat ihn dann auch so ein bisschen gebremst und dann gesagt, Mensch, Markus, jetzt ist mal gut. Das wird too much. Und es war ein total geiler Abend auch hier. Und ja, an alle da draußen, wenn ihr in Zürich seid, unbedingt. Und geht nicht nur ins Rosi, sondern geht auch ins Gühl. Auch da, wir hatten einen fantastischen Abend da. Elif ist eine so bezaubernde Frau und die Küche ist genauso bezaubernd wie sie und ihr Team. Also dicke Werbung für Zürich und die beiden Restaurants. Vor allem habe ich auch ich mag dieses Verspielte, wenn Leute so ein bisschen diesen vergeckten Gedanken haben, auch so mit Essen. Und ich kann mich dadurch, weil er einfach ein Storytelling hinter den Gerichten hat, kann ich mich einfach an fast jeden Gang erinnern, den er serviert. Und das habe ich ganz selten in Restaurants, wenn du mit 14 Gängen abgespeist wirst. Was natürlich nicht tagtäglich passiert, aber es ist ganz schwer, am Ende auch nur drei davon zu behalten, wenn man das öfter macht. Außer es waren wirklich Sachen, die auf die Fresse waren. Und ich meine, Rosi, die Luftballons, du hast diese Hochzeitstorte, bei ihm wird einem noch so ein Alois, der München am Himmel serviert, ne? Diese Wolke, die dann zu so einem Drachenatem wird. Es ist einfach super lustig. Was habt ihr umgesetzt hier? Weißt du es noch? Ich weiß es noch tatsächlich. Die Torte haben wir auch gemacht. Wir haben nicht nur die Buttertorte gemacht, sondern wir haben auch noch so ein bisschen Rohkost als Torten gemacht. Also wunderschön mit Rohkosttorten. So als Starter Butterbrot und Rohkost. Ja. Mit so ein paar Dips, was super cool war. Also das Highlight war eigentlich, dass Markus und ich in Brautkleidern serviert haben. Also das war eigentlich das Highlight an dem ganzen Abend. Ich als gebürtiger Kölner habe ja Spaß am Verkleiden. Also von dem her. Gibt es davon Bilder auf Instagram? Gibt es, ja. Dann blenden wir die jetzt hier ein. Fantastisch. Ja? Und dann haben wir gemacht so ein bisschen, das war kein, also ich muss dazu sagen, normalerweise, wenn du Gastköche hast, ist ja immer so, dass einer seine Gänge mitbringt und du kochst deine Gänge und am Ende ist es irgendwie ein Menü. Und wir drei haben aber gesagt, ey, Hochzeit ist doch verheiraten oder zusammenkommen, ist auch Kompromisse eingehen. Ja. Ehe bedeutet ja sehr viel. Und es ist ja nicht nur eine Hochzeit, sondern auch eine Hochzeit, also eine hohe Zeit. Und da haben wir gesagt, lass uns doch alles zusammen machen. Und das war spannend an dem Abend. Wir haben dann eine Hochzeitssuppe gemacht mit Basis von unserer Entensuppe. Ja. Wir haben dann ein Crispy Shrimp serviert, also ein Kaisergranat, den haben wir so ein bisschen asiatisch auch gemacht mit Müsli, also wir haben so Cornflakes gemacht, Cornflakes-Milch. So ein bisschen wie bei Tim Raue, oder? Nee, ganz anders, also wirklich ganz anders. Ja? Hört sich vielleicht so ein bisschen, aber also wirklich total anders. Eher so auf die Cereal-Basis, also wir haben so Cereal-Milch gemacht, daraus eine Biss gekocht und haben dann auch wirklich Cornflakes in den Teller gemacht. Und kein Tempura-Wasabi? Genau, nee, kein Wasabi, das gar nicht, sondern eher mit Chili gearbeitet, mit Hühnerhaut und. Also so ein bisschen sehr südostasisch, asiatisch so. Und haben dann, jetzt lass ich mir überlegen, dann haben wir die Ente serviert und zwar im klassischen Entendöner. Also es war so die Vermählung von Gühl und Xberg-Duck. Also so ein bisschen wie ein Hähnchendöner, ne? Es war total geil. Also wir haben vorher tatsächlich, wir müssen die Enten ja immer 7 Tage vorher tauchen. Ja. Und wir haben dann, ich nutze normalerweise einen asiatischen Fond, also wir haben so einen speziellen Fond, in dem wir den tauchen. Und für das Event haben wir dann tatsächlich einen türkischen Fond gemacht. Was heißt tauchen? Ist es wie eine Beize, Nassbeize? Ja, nee, also die Ente wird quasi aufgeblasen mit einem Kompressor, dass sich die Haut vom Fett und vom Fleisch löst. Und danach wird die kurz gekocht. Und das ist so ein bisschen der Unterschied
in jeglichen Küchen. Manche kochen die wirklich für lange Zeit, also 20 Minuten oder 10 Minuten. Wir machen das für 30 Sekunden. Wir wollen im Endeffekt nur, dass die Haut, dass das Kollagen in der Haut gebrochen wird. Mhm. Und dass sie so ein bisschen, unsere Entenhaut, die schmeckt gar nicht jetzt super überwürzt oder lackiert, sondern die hat eigentlich mehr den Eigengeschmack der Ente. Mhm. Und wir unterstützen das so ein bisschen. Also was das wichtigste, der wichtigste Bestandteil in dem Sud ist eigentlich Zucker, wenn man so will, weil das nachher natürlich kristallisiert beim Trocknungsprozess und dann beim Wiederaufwärmen karamellisiert und dann so auch so ein bisschen die Knusprigkeit bringt. Und für die Gülente oder für die türkische Ente oder für die spezielle Ente haben wir das den Fond gemacht mit Knoblauch, mit ganz viel schwarzem Pfeffer, mit ein bisschen Kumin, also eher in die Aromatik gegangen. Und dann mit Holzkohle gearbeitet? Gar nicht, nee, haben wir extra nicht, weil wir gesagt haben, okay, das Rösten von der Ente, das hat so seinen ganz eigenen Geschmack und den wollten wir so beibehalten, deswegen haben wir das dann weggelassen. Aber es war nachher also wirklich ein mega, Elif hat dann noch ihr Brot dazu gemacht, ein Pfannenbrot, kann ich auch nur empfehlen, die hat ein Kochbuch rausgebracht, ein geniales Kochbuch und da ist das Rezept auch drin, das ist so ein Standard, ihr Standardteig und den muss man dann auf dem Grill backen. Also die Teiglinge wie ein Pizzateig ausziehen und dann auf dem Grill und dann wirklich nur von einer Seite mit viel Hitze und dann wirft er so ein bisschen Blasen, ist oben soft und unten knusprig. Mache ich so mit Pita-Brot, die mache ich auch in der Pfanne, zack, zack. Ja, Hammer. Mhm. Also für mich, ich würde fast sagen, das kulinarische Highlight dieses Jahr. Wow. Das Brot bei ihr. Also weil das einfach so, ich mag so simple Sachen, die irgendwie einen so ein bisschen wieder neu inspirieren. Und das war so, ja, warum musst du eine Pizza oder Brot von beiden Seiten backen? Mach doch mal von einer Seite und guck mal, was passiert. Und das hat mich irgendwie fasziniert, so diese verschiedenen Texturen in einem. Ich hoffe, dass, also das, wenn das jetzt schon das kulinarische Highlight war, ich hoffe, wir kriegen alles in diesem Podcast gepackt, weil ich habe jetzt schon so viele Fragen, weil du hast so viel gemacht dieses Jahr. Aber bevor ihr euch da draußen fragt, wer sitzt mir hier eigentlich gegenüber? Also außer natürlich, dass du hier Küchenchef im Orania bist und Hoteldirektor und wie es dazu gekommen ist, erfahren wir vielleicht noch, genau wie viele andere Fragen. Aber ich stelle dich einfach mal kurz vor, so wie ich das herausgefunden habe und so wie ich dich kennengelernt habe. Also für alle draußen, die Philipp nicht kennen. Philipp ist geborener Kölner, Koch und mittlerweile Hoteldirektor, Küchenchef und angehender Rennradprofi. Nur bei letzterem bin ich mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das geht. Nach Station in Hamburg und Sylt ging es anschließend zu Dieter Müller nach Bergisch Gladbach und danach sogar nach Schottland, England und Shanghai, bevor er selbst einen Stern im Wiener Kempinski erkocht hat, nämlich im Palais Hansen. Richtig? Ja. Jawohl. Und im gleichen Jahr hat er dort dann aber seine Arbeit niedergelegt, um dann 2 Jahre später mit seiner Frau hier in Berlin das Hotel Orania zu eröffnen. Wenn ich jetzt für die Agentur für Arbeit arbeiten würde, würde ich natürlich fragen, was ist in der Zwischenzeit passiert? Da ist eine Lücke im Lebenslauf, Herr Vogel. Ja, so ein bisschen länger war ich schon noch da. Also ich habe den Stern tatsächlich auch dann noch ein Jahr bestätigt. Das war mir noch ganz wichtig. Also er kocht und dann nochmal ein Jahr bestätigt. Bin danach gegangen und dann habe ich einen Job angenommen hier in Berlin schon oder habe noch für Kempinski gearbeitet, habe unter anderem in Berchtesgaden ausgeholfen und bin dann nach Berlin gekommen ins wohl bekannteste Kempinski-Haus, ins Adlon. Mhm. Und war da aber so ein bisschen als Projekt Küchenchef, Projektleiter. Die Pläne damals waren sehr groß, es ist zu nichts gekommen und deswegen bin ich heute im Orania. Vielleicht belassen wir es dabei. Ich arbeite ja auch nicht für die Bundesagentur für Arbeit, von daher mich interessiert als Koch oder als Kulinar natürlich eher, wie ist es dazu gekommen, dass du von einem Posten als Küchenchef und Sternekoch dann noch den Posten als Hoteldirektor übernommen hast, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich. Denn also mir wurde früher mal beigebracht, das Herz des Hotels ist immer in der Küche und deswegen sind auch so viele Küchenchefs irgendwann Hoteldirektor geworden, zumindest in Frankfurt, wo ich gelernt habe. Das war immer mein Anspruch, deswegen interessiert mich dieser Punkt sehr. Aber man kennt ihn auch über die Bildschirme der Nation, denn im Rahmen der TV-Produktion von Kitchen Impossible bist du nach Norwegen und nach Serbien gereist. Mhm. Auch ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert. Denn ich konnte irgendwie erraten, du hast mir damals nur erzählt, naja, ich war in Serbien beim YouTuber und ich habe sofort gewusst, bei welchem YouTuber du warst, weil es gibt nicht so viele da drüben. Ja. Und ich habe mir den früher immer reingefahren, als ich noch in der Ausbildung war und dermaßen viel Weed konsumiert habe und da war sein Programm das Perfekte dafür.
Aber dazu später. Außerdem ist er bekannt für, wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, für seine, ich würde sagen, es ist ein Pendant zur klassischen Peking-Ente, seine X-Berg-Ente. Und das war jetzt erstmal nur ein kleiner Umriss seiner Person. Und ich glaube, du hast mir beim letzten Mal ein wahnsinnig tolles Geschenk gemacht. Nämlich, ich bin, wenn mir jemand Geschenke macht wie Pullis und sowas, ich trage die eigentlich durchgehend. Heute nicht, weil ich habe den seitdem her jeden Tag angehabt. Jetzt musste jetzt leider mal in die Wäsche. Aber vielen lieben Dank. Und deswegen wollte ich auch heute, wo ist es denn? Ich habe hier, das ist ja die Weihnachtsfolge, habe ich dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich kenne dich natürlich noch nicht gut genug, um zu wissen, was du gerne, also mit Fahrradzeug brauche ich jetzt nicht um die Ecke zu kommen. Ich habe noch nichts, was ich dir schenken kann von meinem Merch, aber ich dachte mir, das kann ja vielleicht jeder brauchen, von daher. Das kann ich jetzt auspacken? Ja, frohe Weihnachten. Danke, oh, das ist ja richtig, hör mal, jetzt habe ich gar kein Geschenk für dich. Na, du, das ist, deine Anwesenheit ist mir schon Geschenk genug. Ich glaube, ich du hast hier sogar einen Weihnachtspulli. Ja, es extra. Es lohnt sich hier einzuschalten für den YouTube-Kanal, denn dann seht ihr auch Philipp in seinem wunderschönen. Den schönsten Weihnachtspulli, den ich zu Hause habe. Ist auch der einzigste tatsächlich. Oh, jetzt bin ich richtig. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Ich glaube, es hat so den Es ist sehr, sehr schwer. Ist es von Dildo King, oder? Ist es von Dildo King. Aber wir wollen hier natürlich Marken nicht nennen. Es gibt natürlich andere. Oh. Es ist der komplette Amorelli Adventskalender, der heute noch in irgendeiner Körperöffnung verschwinden kann. Ah, aber damit machst du mir eine große Freude. Ist das so? Ja, sehr Weil ich große gedacht, Freude. Damit. Oh, das ist, und vor allem, die ist ja wunderschön. Oh, also jetzt bin ich aber ja richtig. Aber es gibt ein Manko. Warum? Ich glaube, ich habe mich vergriffen, denn es ist nämlich kein Pfeffermalwerk, es ist das Salzmalwerk. Aber ich wusste gar nicht, dass es Unterschiede gibt. Doch, gibt's. Ja, aber ich bin mir sicher, du hast schon eine Pfeffermühle. Ich habe tatsächlich 3 Pfeffermühlen zu Hause. Ich bin großer Pfefferfan. Ja. Was ich hasse, ist weißer Pfeffer. Weil er nach Kuhscheiße riecht, wenn du einmal weißt, was nach Kuhscheiße riecht? Wirklich, es ist für mich das absolute No-Go in der Küche. Wir haben auch keinen weißen Pfeffer hier. Ich habe letztens vielen lieben Dank. Also sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, sie findet einen Einsatz. Ich habe letztens irgendwas gekocht, da dachte ich mir, so ein bisschen Kuhscheiße wäre eigentlich ganz gut, um diese Stallige reinzukriegen. Ne? Du hast oftmals auch Weißweine und so, wo so ein bisschen was Stalliges dabei ist. Ich glaube, es war ein Gulasch, wo ich dachte, so ein bisschen Kuhscheiße passt eigentlich ganz gut. Und es ist so gemein, weil wenn du den Leuten einmal diesen Gedanken einpflanzt, dass weißer Pfeffer diese Nuancen von Kuhscheiße hat, dann kriegst du das nicht mehr raus. Das ist genau wie wenn du bei einem Basil Smash immer an Pesto denken musst. Dann ist ein Basil Smash nicht mehr lecker. Dann hast du immer. Jetzt hast du mir einen Basil Smash versaut. Da hast du immer so eine Bertolli-Mischung. Weißt du? Aber wenn wir schon mal essen sind, was hast du heute schon gefrühstückt eigentlich? Tatsächlich, heute habe ich ein, also normalerweise bin ich sehr diszipliniert und esse morgens immer Müsli, also gar nicht Müsli, sondern ich mache mir immer so eine Art Porridge, die Woche. Ach, du meinst natürlich Overnight Oats. Overnight Oats, guck mal, das wusste ich noch nicht mal. Ich mache das immer einmal die Woche, meistens sonntags, 1 Kilo Haferflocken mit Ziegenjoghurt und Ziegenmilch und Ziegenjoghurt und Hafermilch. Warum Ziege? Weil ich Kuh nicht so gut vertrage, also nicht so in Masse. Ah ja. Und ganz viel Zimt. Ja. Und der beste Zimt, jetzt weiß ich nicht, wie der Laden heißt. Und Pfeffer. Zimt und Pfeffer. Wirklich? Genau. Ja. Das ist der Hammer. Das kennt auch kein Mensch außer mir. Doch, weißt du, woher ich das weiß? Ich kann dir sagen, woher ich das weiß. Jetzt kommt. Weil das mein Marktnachbar war, als es mir nicht so gut ging, habe ich doch auf den Berliner Wochenmärkten Suppen verkauft. Und er war mein Marktnachbar und neben dran war noch so ein Pizza, San Pietrino Pinsa, einer der besten Pinsas in dieser Stadt. Und daher habe ich diesen Kontakt und ich kaufe nur bei ihm meine Gewürze, weil der haut dich um. Das ist der Hammer. Zimtschnecken mit dem Zimt von ihm, ach, das kannst du vergessen, dann brauchst du nur die Hälfte davon und trotzdem fliegst du weg. Ich kenne das durch Christian Hüms. Der ist bei uns Gast, mittlerweile guter Freund. Und der geht dort einkaufen? Und der holt sein Zimt für seine Franzbrötchen nur da. Das ist ja verrückt. Total. Und der sagte zu mir, ja, da hinterm KitKat, du musst da mal in den Laden gehen. Und dann war ich da. Das ist ja, der hat ja seinen Shop. Ja, der hat in Mitte, hat er seinen, ist das nicht ist in Mitte? Mitte? Ja, ist Mitte. Ne? Ja, oder Kreuzberg, Mitte irgendwie so. Nee, ich glaube, das ist schon Mitte. Ja. Aber also, und dann hatte ich, also ich habe den Zimt und das, und da mache ich mir echt viel rein. Mhm. Und dann mache ich immer Früchte oder Beeren oder was weiß ich und esse das, ist eigentlich so mein frühes Mittagessen. Und dann, weil ich habe mir abgewöhnt immer das Schlimme und heute habe ich es eben nicht gemacht,
oder die Woche habe ich es nicht gemacht, weil so ein bisschen stressig war und ich nicht zum Vorbereiten gekommen bin. Und dann bin ich ganz schlimm, weil dann gehe ich runter in die Küche und fange an mit einem Schokocroissant über einen kurzen ein Laugenteilchen. Und das ist halt nicht so gut. Aber lecker. Ich habe mir jetzt wieder angewöhnt, so ein bisschen mehr ballaststoffreich zu essen. Und ich habe von Vasa so ein Riesenpaket zugeschickt bekommen, wodurch ich jetzt ein dermaßen hohes Depot an Vasa, Knäckebrot in allen Variationen habe, dass ich halt jeden Morgen Vasa essen muss, damit es wegkommt. Ja. Aber es ist fantastisch, wenn ich, also ich frühstücke erst um 10, aber wenn ich das esse, dann habe ich echt lange gar keinen Hunger mehr. Und gestern, Jenny war nicht da und dann vernachlässige ich das Frühstücken, gehe direkt zur Arbeit über, dann habe ich irgendwann um 1 mir so ein Stück Baumkuchen mir reingehauen, weil ich ein wahnsinniger Baumkuchen-Fan bin. Und dann dachte ich mir, oh fuck, das war mein ganzes Essen jetzt so heute. Ne? Und irgendwann abends um 6 habe ich dann gedacht, oh, ich muss irgendwas essen, um 8 war das Essen fertig, dann ging es ja weiter. Naja, Ernährungsform. Nicht so, genau so das Problem. Aber ich habe, wenn du Baumkuchen-Fan bist, ich habe dir doch eine Kleinigkeit mitgebracht, so ein bisschen. Na, ich sehe hier schon, hier ist ja Christstollen aufgeschnitten. Das ist unser hauseigener Christstollen. Tatsächlich. Ja, den kannst du mal probieren, gerne. Aber das Beste in der Weihnachtszeit für mich, das wirklich das Highlight jedes Jahr, die Lebkuchen von Arndt Erbel. Und ich habe die sind heiß umkämpft. Also ich kriege immer einen Karton und ich habe schon den. Ist, ja, ich bin nicht so ein Christstollen-Fan, muss ich sagen. Nein? Nee. Ich auch nicht. Aber, aber der ist ja lecker. Aber du bist sehr höflich. Ja, das gebietet mir meine Erziehung. Ja. Sehr gut, sehr aber gut. Aber ich habe letztens ein Rezept gesehen, da hat jemand einen Christstollen angebraten von beiden Seiten. Gebratener Christstollen. Ich wusste aber nicht, hast wie ich mich gemacht? Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühlen soll. Kuchen das anbraten. Hört sich so ein bisschen sehr trocken und so, weiß ich nicht an. Irgendwer hat dann drunter kommentiert, Tim, kriegst du das auch hin? Sag ich mir, wie meinst du das jetzt? Ein Kuchen anbraten von beiden Seiten? Hat mich so ein bisschen verletzt. Ja, das glaube ich. Nein, aber das sind die besten Lebkuchen. Es ist also für mich der geilste Shit, den es gibt. Die wirklich. Und probier die, also jeder, der die probiert. Ja, ich nehme die jetzt einfach mal an mich. Ja, oder? Ja. Danke sehr. Also man merkt auch schon, die haben was, ne? Die haben Gewicht. Das ist nicht so ein mit Luft voll gepumptes Industrieprodukt, sondern einfach. Stimmt, die sind schwer. Ja. Und schwer ist teuer. Das heißt, es war ein teures Geschenk. Danke sehr. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Einfach zustimmen. Einfach da nur absolut. Zustimmen. Nein, absolut. Aber die, ich würde nicht sagen, die sind teuer, weil die sind jeden Cent wert. So ist es. Also, ja. Aber ich habe letztens noch gesagt, oh, ich habe richtig Bock auf Lebkuchen. Ja, was kaufst du denn da? Ne? Dann gehst du in den Supermarkt und dann hast du natürlich diese Riesenpackung mit dem Mondsterne. Ja. Was sind die anderen Formen? Mond, Stern, Brezel? Sind es nicht vier? Es fehlt nicht eine noch? Mond, Stern, kennst du die große Rote, oder? Ja, klar. Eins fehlt doch. Ist es ein Dreieck? Boah, ist es? Doch, Nee. Warte mal, Mond, Stern, sind es sicher vier? Ich weiß, ich dachte schon, dass es vier sind. Vielleicht fällt es uns noch ein. Ich glaube nicht. Mond, Stern, ist es ein Kreis, ist doch auch nicht, ne? Hey Leute, schreibt in dem Fall in die Kommentare, wenn ihr wisst, welche Form noch fehlt. Wir könnten auch googeln, aber dafür haben wir einfach keine Zeit. Genau. Denn dieser Podcast muss ja irgendwann auch mal leider enden, aber noch lange nicht. Denn was mich sehr interessiert, ist dein Übergang. Du bist gelernter Koch, hast sehr lange gekocht und verschiedene Stationen in ganz Europa besucht, viel in der gehobenen Gastronomie gearbeitet, in der Sterneküche und hast dann selber den Stern in Wien erkocht und hast dir dann gedacht, ich verlasse diese wunderschöne Stadt, um nach Berlin zu gehen und ein Hotel zu eröffnen. Ja, so ganz so war es nicht, aber fast. Also ich muss dazu sagen, ich habe viel in der Sterne-Gastronomie gearbeitet. Für mich das Allerwichtigste war eine Zeit lang wirklich nur Sterne und Punkte. Und das war schon, also ich habe beim Dieter Müller lange gearbeitet, damals 3 Sterne. Wir waren in dem Jahr, wo ich da war, bestes Restaurant in Deutschland. Also wir waren länger bestes Restaurant in Deutschland, aber in dem Jahr auch. Und 3 Sterne, 19,5 Punkte im Gourmiot. Wir hatten überall die Bestbewertung. Also es ging nicht mehr. Man war einfach so am absoluten, im Mekka der deutschen Küche oder im Gourmet-Mekka.
eine tolle Zeit gehabt, sondern hast du natürlich viele gute Freunde oder aus Kollegen wurden viele gute Freunde und die haben dann alle sind gegangen und alle haben sofort einen Stern gehabt. Manche sogar zwei Sterne und man irgendwie, ich bin dann gegangen und habe ja so ein bisschen den Fehler oder nicht den Fehler, ich habe alles richtig gemacht im Nachhinein, aber bin dann in die Schweiz gegangen, wollte dann da sofort Sterne kochen. Das Restaurant, wo ich war, hatte aber 160 Sitzplätze und war so das gute Restaurant aus dem Hotel, aber halt nicht das Gourmet-Restaurant. Mhm. Das habe ich aber mit meinen 24 damals nicht so ganz verstanden oder mit meinen 23. Also du bist wirklich mit dem Ziel in die Schweiz gegangen, um zu sagen, ich suche mir da jetzt ein gutes Haus und ich erkoche mir dort den Stern. Ich habe gedacht, also ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich erkoche mir da einen Stern, sondern ich habe so gedacht, okay, jetzt hast du fast 3 Jahre 3 Sterne mitgekocht. Das nächste ist jetzt ein Stern und alle anderen haben das auch, das kriegst du jetzt auch. Mhm. Und dann bin ich halt da angekommen und habe gemerkt, das ist also überhaupt gar keine Chance. Das ist zu groß. Viel zu groß und ich hatte, wir waren zu fünft in der Küche, also das war einfach, das war gar nicht möglich. Ich war aber vom Kopf gar nicht so weit. Und ich sage heute noch zu meinen jungen oder zu meinen Mitarbeitern, gerade zu den jungen Mitarbeitern, die sich ja sehr viel Druck auch selber machen, man muss irgendwie aufpassen, weil ich habe damals so ein bisschen, ich wurde dann so sehr frustriert. Ich war überfordert, war frustriert. Das hat dann wiederum so ein bisschen auch eine Art mit sich gebracht, wie ich mit Menschen umgegangen bin, die nicht mehr cool war. Also ich war dann fast schon cholerisch und war dann fast schon als junger Typ. Also handgreiflich? Handgreiflich tatsächlich nicht, zum Glück. Nein, aber halt sehr, ich war super unzufrieden und die Unzufriedenheit habe ich halt auch auf die Leute. Und gerade, also ich heute, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, wenn ich den Restaurantleiter von damals nochmal sehe, ich würde auf die Knie gehen, mich entschuldigen, weil ich mit dem halt umgegangen bin wie mit einem Hund. Also noch nicht mal, mit meinem Hund gehe ich ja sehr gut um. Es war also wirklich ganz schlimm. Und das war so im Endeffekt einfach nur meine Überforderung, die ich dann einfach weitergegeben habe. Und das war so eine Art frustrierend, obwohl ich auch eine geile Zeit in der Schweiz hatte. Dann bin ich nach... Wo war das in der Schweiz? In Zermatt, im Montserrat Palace. Wunderschönes Haus und toll als Zermatt. Eins der schönsten Skigebiete Europas. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht alle gefahren, aber Zermatt ist wunderschön. Ja, wirklich schon einige. Und wunderschönes Skigebiet. Und danach bin ich nach Schottland gegangen, weil ich Englisch sprechen lernen wollte, weil ich grottenschlecht war. War jetzt nicht so die beste Idee, nach Schottland zu gehen, aber man hat es halt gemacht. Ja, der Akzent kann ein bisschen schwierig. Einschlägig sein. Ne? Hab danach ein Hotel eröffnet in London, auch als Küchendirektor. Aber du hast Englisch gelernt. In Schottland, also ich konnte so Schulenglisch, aber ich war grottenschlecht. Ich hatte im Abschlusszeugnis eine 5 und war, ich weiß nicht, das schlimmste Wort, was ich diktiert geschrieben hatte, war enough, I-N-A-F-F. Ja, es war so, alle die mich kennen, auch aus der Schule, das war für meine Klassenkameraden war das sehr viel Spaß, für mich nicht so, weil das war schon sehr frustrierend. Hab dann aber ganz gutes Englisch gesprochen und dann in London halt, mein Standardsatz war am Telefon immer, hello, I am Philip, I am German, please speak slowly, damit die Leute, damit ich die verstehen konnte, weil es war... Aber so entwaffnet ehrlich gleich zu Beginn. Genau. Und das fanden auch alle irgendwie sympathisch. Aha. Und dann war ich halt auch mal the German. Also es war dann klingt so. Klingt wie eine Bandansage. Ja, aber genau. Warum denn nicht? Und dann haben wir London. Und London war eine sehr schwere Zeit. 2008, Weltwirtschaftskrise und. Ich habe im Dezember nach 2,5 Jahren entschieden, London zu verlassen und hatte dann gleich einen Anruf vom Chefredakteur von Michelin in London. Und der sagte, warum hörst du auf? Und ich habe gesagt, naja, weil es alles irgendwie scheiße. Und er sagte, ja, das ist für uns ist es auch scheiße, weil du wärst halt jetzt im Buch gewesen. Und das war natürlich noch frustrierender zu wissen, okay, du hättest jetzt endlich einen Stern bekommen. Heißt im Buch immer automatisch Stern oder wäre es nur eine Empfehlung im Buch? Nee, also das hat er hat das nicht so gesagt, dass wir, aber er hat so angedeutet, dass es für mich klar war. Okay. Also wir hatten da auch alles drauf gegeben. Ich hatte unser Patron am Anfang war Dieter Müller, also das war eine Kooperation mit ihm und das war auch ein Althoff-Haus, ein wunderschönes Haus, ein tolles Restaurant, Küche -2, Restaurant +1. Also wir hatten so einen Lift, der hat 28 Sekunden gebraucht bis nach oben. Es war also alles andere als schön zu arbeiten da, aber wir haben uns echt sehr, sehr viel Mühe gegeben und
ja, dann bist du da irgendwie weg und dann bin ich nach Shanghai gegangen. In Shanghai gab es damals noch kein Michelin. Also war ich dann schon 5 Jahre weg von Dieter Müller oder 4 Jahre und hatte immer noch keinen Stern. Und alle meine Kollegen und Freunde hatten dann den ersten schon 3 Jahre. Den meisten haben, oder einige haben dann schon den zweiten bekommen. Und das war irgendwie so ein bisschen, ich bin dem hinterhergelaufen und war einfach so innerlich so, man hat so das Gefühl gehabt, oh, dir fehlt was. Du willst unbedingt in diese Riege der Sterneköche. Das ist so ein bisschen wie der Druck, wenn man jetzt merkt, wenn man so um die 30 ist, alle kriegen langsam Kinder so und man hatte den Druck, oder wenn man gerade in der Pubertät ist und ne, alle haben eine Freundin. Oder Freund, ja, und das ist ja genau, ist ja, ja. Nur halt später. Ja. Verrückt. Ja, also war auch, ich war ja aber, muss dazu sagen, ich war immer der Jüngste überall, deswegen war das eigentlich, also eigentlich hatte ich ja noch mehr als genug Zeit. Mhm, aber hast du selber den Druck gemacht? Aber ich, total. Und dann kam nach Shanghai Trennung mit der damaligen Freundin Köln, irgendwie so eine Scheißzeit in Köln gehabt, obwohl ich immer nach Köln zurück wollte, habe dann aber festgestellt, dass Köln kulinarisch irgendwie nicht so die Stadt war, wo ich, also damals war irgendwie alles. Nee, bis heute, sag wie es ist. Ja, das sagst du jetzt. Ich liebe ja meine Stadt so sehr. Deswegen, ich könnte dir so 4, 5 Sachen sagen in Gut, Köln. Gut, dann hauen wir doch gleich mal eine kleine Kategorie aus diesem Podcast rein. Und oh, die Gott. Heißt Füllerei mit Ei. Wir wollen von dir 3 Ausgeh-Tipps hören. In Köln. Mhm. Und dann vielleicht nochmal 2, 3 in der ganzen Republik. Okay. Fangen wir mit Köln an? Aha, gerne. Also in Köln, Brauhaus, also zum Kölsch trinken unbedingt my everytime favorite, das Päffgen. Beste Kölsch, was es gibt. Ganz kurz, ich brauche ganz kurz einen Stift. Das hier ist jetzt keine Werbung, denn dieser Podcast, der trägt sich hauptsächlich durch Liebe. Eure Liebe, um genau zu sein. Also seid doch so gut und hinterlasst am besten bei Spotify einfach 5-Sterne-Bewertung, damit das hier gleich weitergehen kann und vor allem auch noch lange weitergehen wird. Es sind großartige Gäste da und ihr müsst euch überlegen, es ist ja auch Weihnachten. Also überlegt euch, was würde Jesus tun, und damit übergeben wir wieder zurück an Philipp Vogel. Also erste Empfehlung habe ich eben gesagt, nur für einen Kölsch, bloß nichts essen im Päffgen. Ja, wirklich, weil das aber Essen warum ist soll ich denn, aber das Bier gibt es ja wahrscheinlich noch woanders. Nee, das ist, du musst da dein Päffgen? Erstes Kölsch im Päffgen trinken. Aha. Am besten, also wenn ihr in Köln seid, ich schlafe immer im 25, ich finde das ganz cool. Mhm, ja. Dann fußläufig 2 Minuten bist du am Päffgen, Friesenstraße, ja. Da 1, 2 Kölsch trinken, einfach so, um in Stimmung zu kommen. Aber wie gesagt, bloß nichts essen. Und dann geht's, für mich das beste Brauhaus ist Johann Schäfer. Das ist ein ziemlich junges Brauhaus. Ich meine, die gibt's jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon 10 Jahre oder was. Aber das sind wirklich coole Jungs, die das gemacht haben. Die brauen ihr eigenes Bier. Die dürfen das nicht Kölsch nennen. Frag mich, aber ich glaube, weil die das nicht auf Kölner Grund brauen, sondern außerhalb von Köln. Ist aber ein helles, also ein obergäriges wie Kölsch. Und die haben super Essen, einfach qualitativ, leckere, gute Hausmannskost, ein bisschen modernisiert. Dann, und da muss ich immer gucken, weil ich sage immer Naturbursche, es heißt aber Frohnatur. Eine neue Weinbar seit, ich glaube, jetzt einem Jahr. Pete, den ich noch aus Berlin kenne. Sieht das so super modern aus? Nee, das ist eigentlich so mit Spiegeln und so ein bisschen viel Glas? Nee? Okay. Nee. Mhm. Du meinst, wie heißt denn jetzt? Das war nämlich auch ganz gut. Wir hatten gerade eine Foodtour mit verschiedenen Leuten und das war wahnsinnig gut, aber auch ein bisschen spießig. Nicht Hase, wie heißt das denn noch? Meine Güte. Wir finden es raus. Auf jeden Fall Frohnatur. Und da muss ich sagen, haben wir auch echt sehr fancy, aber sehr gut gegessen. Also sehr simple Küche, aber sehr, du merkst, dass da eine Idee hinter ist. Das hat echt Spaß gemacht und war eine sehr coole Location für, man muss Naturwein, also die haben auch ein bisschen andere, oder die haben auch nicht so Katzenpisse Naturwein, sondern auch leckeren Naturwein da. Ich kann damit wirklich nichts anfangen, deswegen war ich so skeptisch. Aber der Pete, den kenne ich noch aus Berlin. Ich wollte ihn unbedingt mal besuchen und habe gedacht, Mensch, da guckst du mal vorbei. Wir hatten einen super Abend da.
Genau. Und aber ist ja alles sehr alkohollastig. Lasse ich jetzt die. Nee, auch da Essen ist super. Also Essen, da. Bier, hast dann nochmal Bier und jetzt Wein. Nee, also Schäfer, unbedingt auch Essen. Wirklich gut. Jörn Schäfer, also das Essen ist sehr, sehr gut. Und dann kulinarisch Maximilian Lorenz, der war damals Praktikant beim Dieter Müller, der hat sich ja selbstständig gemacht, der mit dem Restaurant Maximilian Lorenz hat auch einen Stern. Ich war selber tatsächlich, habe ich noch nie geschafft, Schande über mein Haupt. Ist aber, also ich denke, immer eine Empfehlung wert. Ist auf jeden Fall ein sehr feiner Kerl. Der hat auch eine Art Weinbar mit im Restaurant. Das muss auch ganz gut sein. Absolute Empfehlung, Le Moissonnier, immer wieder, haben das Konzept jetzt geändert, im Neuen war ich tatsächlich noch nicht, habe aber von all meinen Freunden und Nachbarn und Kollegen aus Köln gehört, wie sensationell es sein muss, also weiterhin Top-Qualität, die hatten ja früher 2 Sterne, haben aufgehört, machen jetzt nur noch Mittagsessen, aber das, also alleine aus der Zeit, wo sie noch 2 Sterne hatten, eins der leckersten Restaurants, muss man sagen, also wirklich sehr, sehr gut. Dann weitere Empfehlung, beste Kotelett beim Lommi. Also da wirklich. Wir sind immer noch in Köln. Wir sind immer noch in Köln. Ja. Also deswegen kulinarisch. Schreibt mit, das ist hier gerade eine ganze Kultur, die geplant wird. Also es gibt genug in Köln, wo man gut essen kann. Und wenn du jetzt deutschlandweit gehen könntest, wenn du jetzt sagen würdest, oh Mensch, ich muss da jetzt morgen, ich darf mir aussuchen, wohin ich will und ich will da jetzt morgen essen, wo wäre das? Also das ist immer, das ist so super schwierig. Jetzt so aus dem Bauch raus, so meine Küche, die ich wirklich geil finde, ist Lohninger, Frankfurt. Da war ich jetzt vor 8 Wochen oder was oder 3 Monaten. Liebe Grüße in die Heimat. Wirklich einfach so scheiße lecker und so Genuss pur. Ich war im Schwarzen Adler, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Sensationelle Küche, einfach lecker. Also das ist so. Aber ich würde auch sagen, ich würde sofort wieder zum Bau gehen. Also war für mich das beste 3-Sterne-Erlebnis in Deutschland. Wobei das auch schwierig ist zu sagen, sich so festzulegen, weil es irgendwie alles auch so seine Besonderheit hat. Und eigene Sprache hat. Aber es gibt schon, ich finde, die deutsche, also wenn man jetzt von der Spitzengastronomie, von der Sternegastronomie in Deutschland redet, ich glaube, es gibt kein Land in Europa oder wahrscheinlich weltweit gibt es kein Land, was sich selber so geißelt, immer wieder neue Kreationen zu bringen. Also wenn du mal guckst, wenn du, nehmen wir mal das Beispiel Heston Blumenthal. Ich war vor, als ich in London gearbeitet habe, habe ich bei Heston Blumenthal im Fat Duck gegessen. Für mich eins der größten Erlebnisse kulinarisch, die ich je hatte, weil diese ganze Show, alles was da, das war einfach alles auf Perfektion, aber trotzdem war es sehr cool, sehr gemütlich, sehr herzlich. Also es war, und das Essen war einfach Hammer, also super lecker. Ich könnte mich wahrscheinlich von den 14 Gängen auch noch an 10 oder an 8 erinnern und könnte die noch erklären, weil das ist so geil, Sound of the Sea, so ein Klassiker von ihm, sensationelle Gerichte dabei. Ich glaube, wenn du heute, oder nicht, ich glaube, wenn ich heute nochmal da essen gehen würde, wären von den 14 Gängen, die ich damals hatte, noch 10 Gänge genau so, ein bisschen weiterentwickelt, aber genau so wie früher. Ist natürlich schön für die Zuhörer und ZuhörerInnen, weil die können jetzt hinfahren und absolut haben das gleiche Erlebnis absolut wie du, eventuell. Und es ist wahrscheinlich auch perfekt, also perfekt in jeglichen Belangen. In Deutschland ein 3-Sterne-Koch, in der Sternegastronomie generell, auch die 2-Sterne-Köche, auch die 1-Sterne-Köche, die erfinden sich immer wieder neu, bringen immer wieder neue Gerichte, fangen immer wieder an, sind saisonal, kochen immer wieder neue, bringen immer wieder neue Signature-Dishes raus. Also es ist unfassbar, dieser Aufwand, den sich die deutsche Spitzengastronomie da macht. Ich glaube, so vielfältig wie in Deutschland kannst du in wenigen Ländern essen. Also ich war jetzt noch nicht überall und das ist jetzt auch so ein bisschen groß gesprochen, aber ich glaube, das ist schon Wahnsinn. Also was für eine Selbstgeißelung die deutschen Spitzenköche mit sich selbst betreiben, um immer wieder neue, tolle Gerichte zu kreieren. Unfassbar. Irgendwo aber auch ein bisschen dumm, weil wenn man sieht in Europa, ja, das muss man doch wirklich sagen, guck dir die Listen an, guck dir die Guides an. Du hast Restaurants, die funktionieren seit Jahren mit den gleichen Gerichten. Und das auf absoluten Spitzen. Und das Publikum will halt auch die gleichen Gerichte. Und das habe ich hier gelernt. Und das habe ich gelernt als Hoteldirektor. Kommen wir später nochmal zu. Also, es ist ein Thema, das habe ich mir gerade notiert, weil das ist eine Frage, die ich tatsächlich später nochmal dir stellen wollen würde, weil die halt auch sehr gut zu deiner Ente passt. Neben Sterne-Restaurants, mit welchem Streetfood kann man dich glücklich machen?
Boah, mit allem. Mit allem. Also ich bin, vor allem hier in Berlin bist du wahrscheinlich, du bist auf der Oranienstraße. Ja. Man muss dazu sagen, ich bin ja an diesem Hotel die letzten 4 Jahre einfach vorbeigelaufen, um mich hier voll fressen zu können. Am Cotti, Oranienstraße, Goldies ist in der Nähe, Angry Chicken war früher mal auch geil. Hier hat ein neuer Thai aufgemacht, hier gibt es gute Ramen. Da drüben ist das Ora, fand ich jetzt nicht so stark beim letzten Mal, muss ich sagen. Aber hier ist ja eine Fressmeile vor dem Herrn. Das ist ja für mich wie die Kreuzberger Kantstraße so ungefähr, nur halt nicht asiatisch ausgerichtet. Ja, ja. Ne? Hier in Berlin, das Geilste hier in der Umgebung, ich meine, Goldies ist evergreen, die sind einfach die Jungs, die machen das so geil und es macht immer Spaß, es ist immer witzig. Ich mag, wenn sich... Hört auch gerne mal in die Folge mit Vladislav, der war zu Besuch. Mega, also wirklich mega. Ich mag das auch, wenn Leute sich nicht so ernst nehmen und die beiden gehören dazu. Also du hast einen YouTube-Kanal. Ja, habe ich gesehen. Hammer, mega. Also total witzig auch. Ich bin jetzt nicht so extrem viel unterwegs auf YouTube und aber da, ich habe ein bisschen was gesehen, fand ich auch schon total witzig. Hier super geil Doyum. Für mich beste Lamachun in der Stadt. Ich habe auch noch nicht alle probiert, aber das ist sensationell am Cotti. Dann gab es mal, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Fisch 3000 oder Fisch 1000. Ist der unter der Brücke? Ja, gibt es noch? Ja, ich glaube schon. Weil der wurde mir schon wieder ganz oft empfohlen. Oh, mega geil. Da haben wir, wo wir in der Opening-Phase waren. Also sieht halt wirklich nicht danach aus, ob du da essen gehen solltest. Heutig. Ja, aber das Essen, die machen hier so ein Baguette mit gebratenen Sardinen oder Sardellen. Mhm. Das ist einfach so scheiße lecker. Mhm. Also wirklich geil. Und ja, das ist, also ich, Streetfood. Ich finde, wenn jemand mit Herz kocht und was gerne macht, dann macht das sofort Spaß und dann hat man sofort auch, dann schmeckt das auch. Voll. Also es ist so, deswegen ist es auch super schwierig zu beantworten, Top 3 in Deutschland, ich könnte es dir nicht sagen. Also auch im Gourmet-Sektor, wie gesagt, Bau ist absolute Spitze. Chris Reiner, ein sehr, sehr guter Freund von mir im Schloss Elmau, macht eine total interessante, aber auch eine total intensive Küche. Bin ich gerne, habe da auch dank Jenny, meiner Frau, die Vegetarierin ist, seit 2 Jahren mal vegetarisches Menü mit ihm oder mit ihr gegessen bei ihm. War sensationell. Hört er wahrscheinlich nicht so gerne, weil ich weiß nicht, ob er es so gerne macht, aber. Aber ich glaube, das waren Tipps ohne Ende. Ich glaube, da können wir sie erstmal wieder umfressen. Nur um den Bogen wieder zurückzukriegen, wir waren ja bei deinen Stationen in Shanghai. Köln war nicht das, wo du dich Köln gesehen hast. Köln war nicht hast. So das, was ich, genau. Und dann bin ich nach Wien und... Also nach Shanghai? Nee, nach Köln. Und Trennung, also ich hatte da meine Freundin, mit der ich auch sehr lange zusammen war, auch viel erlebt habe, mit der ich, doch klar, nach Shanghai kam Köln, sorry. Und dann, Shanghai war geil, gab kein Michelin, so war es, genau. Mhm. Und dann bin ich nach Köln und dann war das auch nicht so richtig geil. Hatte dann irgendwie so privat auch Trennung und mit sich gebracht. Und dann habe ich irgendwie so einen Neustart gemacht in Wien für Kempinski. Die waren schon länger an mir dran, hört sich so an, als wäre ich hier so ein Superstar. Aber ich kannte halt ein paar Leute von Kempinski und die fanden das interessant, was ich in London gemacht habe. Trotz Weltwirtschaftskrise und trotz der ganzen schwierigen Zeiten. Die haben dann auch alle mitbeobachtet, dass ich in Shanghai war. Das fand dann irgendwie eh jeder cool, weil so den Schritt ins Ausland, ins wirklich weit weg, also nicht Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern mal so ganz raus aus der Komfortzone. Und dann haben die halt gefragt, ob ich nicht für Kempinski arbeiten wollte. Und ich hatte so 2 Jobangebote bei Kempinski. Das eine war fürs Corporate Office und das andere war halt, um Wien zu eröffnen. Und Corporate Office hat mich immer gereizt, reizt mich heute noch. Ich finde, das ist immer eine total spannende Sache, wenn du Restaurants eröffnest. Also wie geil ist das, wenn du Konzepte erarbeitest für Restaurants? Also es gibt ja irgendwie als Koch nichts Geileres in meiner Welt. Und das war, sollte mein Job da werden. Ich war aber einfach zu jung und zu unerfahren. Also ich habe gesagt, damals zu Stefan Bellon, der war lange bei Ducasse, auch ein genialer Typ und für mich auch ein großer Mentor, was Kulinarik angeht, auch aus einem anderen Gesichtspunkt. Der war kein gelernter Koch, sondern hat so Development gemacht, hat Restaurants eröffnet und hat für Ducasse die ganzen Restaurants eröffnet. Und das, der hatte der hat mir unheimlich viel beigebracht, wie wichtig eine große Serviette ist, wie wichtig es ist, dass du große Serviette? Ja. Für den Schoß? Ja, es ist so, du hast in vielen Läden so kleine Servietten, dass du irgendwie... Vor allem, eine ganz große Kritik, die Ramenläden dieser Stadt. Ja. Das ist mir jetzt schon diverse Male aufgefallen. Bei Ramen, du kannst ja dich nicht vollsauen. Ja. Und Ramen ist ja keine leichte Suppe. Nee. Ramen ist das fettigste
flüssige Gericht der Welt in meinen Augen. Und wenn du dich da vollsprotzt, dann kriegst du das auch nicht mehr raus. Mach doch mal einen Rahmenladen mit großen Servietten. Ja. Da, geil, da, ja. So, das ist nämlich der oder Wunsch Lätzchen des kleinen so. Mannes. Ja. Ne? Nicht immer nur hier noch ein Schweinebraten, das auch, ja. Aber Lätzchen. Lätzchen, so große Lätzchen, das wär's so. Mhm. Bettlakenlätzchen. Das muss jetzt raus, du hast gemerkt. Nee, aber ja. Ja, ne? Du, ich bin total bei dir. Ich habe bestimmt 3-4 Pullis, wo ich so diese kleinen Fettflecken noch dabei habe. Und das ist unter anderem Rahmen. Dabei habt ihr eigene Merch-Lätzchen. Aber die sind für Kinder, die sind nur so groß. Die sind so süß. Habt ihr so eins für Lola? Für Lola, ja. Ja, weil. Wer auch immer Lola ist? Lola ist unser Hund. Ach, Lola, euer Hund. Oh, da haben wir noch was Geileres. Wirklich? Für Lola. Ja. Weil wir haben jetzt Lola, Lola ist ja eine englische Bulldogge. Ja. Und die sieht in meinen Augen super süß aus. Ja. Aber für manche Menschen sind halt die Hunde Bulldoggen. Sie ist der langsamste Hund der Welt, aber für sie sind es halt Kampfhunde. Und wir haben jetzt ihr für Weihnachten, also jetzt für die Weihnachtszeit, haben wir ihr so einen Mantel mit Rollkragen und sowas gekauft. Ja, ja, ne? Ja, ja. Und auf einmal haben die Leute keine Angst mehr. Also keiner. Sie geht ja immer sehr neugierig zu allen hin. Das heißt, keiner hat mehr Angst vor ihr. Und ich glaube, wenn sie im Sommer ein Halstuch trägt oder so ein Lätzchen, du nimmst die Gefahr aus dem Hund raus. Ich hoffe, dass es passt. Ich weiß nicht, wie der Halsumfang ist. Oh, der ist schon ordentlich speckig. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir haben jetzt auch im Merch Hundehals-Tücher. Ja. Das ist natürlich sehr spezifisch mehr Zielgruppe, ne? Ja, das ist brutal. Also ist halt Jenny, die wollte das unbedingt haben für Frau Merkel, ist ja klar. man muss aber auch sagen, wir haben drei Hotelhunde. Also Frau Merkel ist nicht der Einzige. Und wir haben noch Falte im Büro. Und die haben den Job. Ja. Sind auch tatsächlich seit Anfang des Monats im neuen Webshop sind auch Bilder. Und da verlinken wir euch hier. Genau, müssen wir mal reinschauen. Und da gibt es Hundehalsbänder oder nicht Halstücher. So. Nee, aber Lätzchen, ja, Servietten, wir waren stehen geblieben. Und das war, habe unheimlich viel gelernt, habe aber ihm dann auch ganz ehrlich gesagt, dass ich, weißt du, in der Company von Kempinski mit über 70 Hotels, mit über 70 Küchendirektoren, die unter anderem, da waren Leute dabei, die waren schon 10, 8, 6 Jahre bei Kempinski. Ich dann als 30-Jähriger dann einem Ende 40, Anfang 50-Jährigen zu sagen, was er für Konzepte zu tun hat, ohne mich selber vorher bewiesen zu haben, das funktioniert nicht. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, wenn ich erstmal Wien aufmache, wir Vollgas geben, ich da auch zeigen kann, was ich drauf habe, mir den Respekt der Kollegen auch erarbeiten, dass dann im Nachhinein auch eine Akzeptanz da ist von den anderen, die sagen, okay, der Philipp hat auch gezeigt, er kann, also kann der auch mal im Corporate Office arbeiten. Und das war so ein bisschen die Geburt von Kempinski oder die Geburtsstunde, wo ich zu Kempinski bin. Hab dann Wien eröffnet, auch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Hab dann natürlich nach 8 Monaten direkt den Michelin-Stern bekommen, dem ich die Jahre zuvor hinterhergelaufen bin. Wir haben wahnsinnig tolle Konzepte im Hotel umgesetzt. Also für mich war, das war so ein 24-7-Job für mich, weil ich auch mir hat das so viel Spaß gemacht und ich wollte jeden Tag irgendwas neu machen und wollte irgendwie immer noch eine Schippe draufsetzen. Also mir haben da die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch teilweise leid getan, weil die konnten gar nicht so schnell umsetzen, was ich alles für Ideen hatte. Mein damaliger Executive Sous-Chef Anton Poschek, heute Küchendirektor im Sacher, sehr guter Freund geworden auch, der stand mit mir manchmal abends im Keller und hat gesagt, Alter, wie willst du das für morgen wieder machen? Hast du sie nicht alle? Du spinnst doch. Also wie sollen wir das den Leuten verkaufen? Da sag ich, ja, das kriegen wir schon hin. Komm, wir geben da jetzt noch geile Kaffeepause und wir räumen dann noch die Laufbänder vom Gym runter und dann machen wir so eine Fitness-Healthy-Pause mit. Und in der zweiten Kaffeepause machen wir einen American Diner. Dann gehen wir mit so Plastiktableaus und Mini-Burgern und Pommes und so. Also das haben wir alles umgesetzt da. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles geschafft haben. Aber es war eine geile Zeit. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ich hatte einen sensationellen Küchenchef im Gourmet-Restaurant, der mit mir zusammen dann auch, ja, wie gesagt, sehr schnell den Michelin-Stern gekocht hat. Alfie, ein geiler Typ, ein Schweizer, geborener Schweizer, in Österreich groß geworden. Also der war mehr Wiener als alle anderen, obwohl er kein Wiener war. Auch immer so ein Was bisschen. Was war deine grumpy. Stellenbeschreibung? Ich war Culinary Director. Also hat einen Mordstitel. Das klingt saugut. Ja, geil. Aber am Ende war ich Küchenchef. Also das ist ja alles so albern mit den Titeln. Aber war wirklich eine geile Zeit. Wie gesagt, hab den Stern dann gehabt, war auf einmal Sternekoch. Mhm. Hab gedacht, endlich hast du es geschafft. Hast du das wirklich gedacht? Hat sich was geändert in deinem Mindset? Hat sich da für 4 Wochen abgehakt? Ja.
Die ersten 4 Wochen war so ein bisschen Rausch. Endlich gehörst du dazu. Und man mag es kaum glauben, es ist tatsächlich auch in der Gastrogesellschaft, wenn man das mal so sagen kann, du wirst anders wahrgenommen. Es ist so, ne? Es ist Wahnsinn. Und dann kam ein Journalist, Teubner. Es macht auch übrigens den Konsumenten einfacher zu sagen, wir gehen halt zu Philipp. Ja, ist ein Sternekoch. Dann ist sofort im Kopf irgendwas, total. Ändert sich da. Und der Journalist, der dann kam, der hat zu mir gesagt, na, jetzt wollen sie bestimmt einen zweiten Stern. Mhm. Und dann habe ich so direkt aus dem Bauch raus gesagt, nee. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich gar nicht gedacht, also das kam so aus dem Innersten, nee. Und dann war der ganz ehrlich, sagte, hä, wie das ja, wie wenn ich jetzt einen Fußballer frage und er sagt, er will kein Weltmeister werden. Ein Tor mehr schießen. Ja, so ein bisschen, und das hat mich so ein bisschen, die Frage hat mich dann auch so beschäftigt danach. Aber das war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, nee, ich wollte ja Corporate, ich wollte ja groß, ich wollte ja viele Restaurants, ich hatte Bock auf große Buden mit Action, mit Musik, mit laut, mit geilen Gerichten, mit geilen Drinks, also ich hatte Bock auf Gastro und nicht auf Vorschriften durch irgendeine Art von Auszeichnung. Ja. Und das ist mir so bewusst geworden und das ging ganz schnell. Ich habe mir den Stern tätowieren lassen, das war mir ganz wichtig, auch jetzt tatsächlich auch versteckt im jawohl. Im Äste. Ich ganz kurz mal sehen, was hast du noch, die Ente da? Ja, richtig. Oh, ja. Und auch eine Auster, das hat man letztens, die war neu. Ja, die war ganz neu, genau. Das ist die Freundschaftsauster von mir und Sebastian Prüssmann. Und Viva la Vulva, war das nicht mal so ein Konzept, was hier in Berlin gefahren worden ist, vom Nobelhart und Schmutzig? Das weiß ich nicht. Nee? Nö, also es war jetzt nicht wegen, der hatte mal Vulven in der. Der hatte mal im Schaufenster. Ja, auch geiles Wort. Vulvontrin. Vulvontrin. Vulvi zu liegen, irgendwie so. Nee, und das war dann, ist für mich irgendwie so auch so klar geworden, nee, du willst nicht reduziert auf Sterne sein, du willst dich nicht selber so geißeln. Ich habe größten Respekt vor allen Kollegen da draußen, die einen Michelin-Stern haben. Ich bin nach wie vor großer Fan vom Guide Michelin. Ich finde, das ist eine tolle Auszeichnung, das ist also wirklich eine sensationelle Auszeichnung, die einfach Spaß macht. Und für mich hat sich einfach gesagt, nee, du willst als Gastronom wahr geworden werden und nicht als Koch oder nicht nur als Koch. Und dann hat das eigentlich das Denken angefangen bei mir, was machst du als nächstes? Ich habe dann sehr viel oder nebenbei tatsächlich sehr viel fürs Corporate Office gemacht, mit Stéphane Bellon sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben für Middle East Konzepte entwickelt. Das heißt, du hast für die Marke Kempinski gearbeitet und hast dann... Genau, habe ihn unterstützt in Ideen. Wir haben eine spanische Tapas, ein Tapas-Konzept für Middle East gemacht, wo ich einfach auch Input, rein technischen Input, wie muss eine Küche aussehen, wie muss eine Küche für verschiedene Konzepte gebaut werden, wie viel Personal braucht man, was ist wichtig, was könnten Highlights werden, was könnten Signature Dishes sein in verschiedenen Konzepten, in verschiedenen Städten. Also einen sehr interessanten Einblick bekommen. Das klingt auch nach einem sehr, sehr spannenden Beruf. Brutal, also wirklich brutal spannend und nach wie vor auch irgendwie so ein kleiner Traum im Hinterkopf bei mir. Also immer noch irgendwie so diese internationalen Hotels, so große Häuser in Asien. Ich habe das ja alles miterlebt und gesehen. Boah, da ist irgendwie noch so ein anderer Spirit. Ich weiß auch nicht, ob das immer noch so ist oder ob die ganze Krisenstimmung, die wir so auf der Welt haben im Moment, ob die das auch so ein bisschen eingebremst hat. Aber das ist nach wie vor irgendwie so ein total spannendes Thema. Und natürlich funktioniert nicht alles. Und natürlich kann man im Kopf immer tolle Ideen haben. Die muss man auch erstmal umsetzen. Also im Papier ist das einfach. Dann in der Operativen ist das dann auch wieder ganz schwierig. Aber das hat es irgendwie so reizbar gemacht. Und dann war die Frage, okay, wir wollen in Berlin, das Adlon soll ein neues Restaurant bekommen, das Curry soll umgebaut werden. Und das war so ein bisschen vom Bauchgefühl schon nicht so ganz gut, weil Stéphane Bellon dann auch die Company verlassen hat. Neue Strukturen bei Kempinski, neuer CEO und. Und ein paar Leute haben mich angerufen und gesagt, ey, mach das nicht in Berlin. Die wollen schon seit 5 Jahren umbauen, das schaffen die nicht und da hängen zu viele Leute mit drin, das ist nicht, dass da ein Entscheider ist, sondern da sind 10 Leute, die mitentscheiden. Das habe ich alles so ein bisschen überhört, bin nach Berlin gekommen, war 1,5 Jahre im Adlon total unglücklich und gar nicht gegenüber dem Adlon jetzt, ich will das gar nicht schlecht reden, aber für mich war das einfach eine schlechte Zeit und das hat mich auch frustriert, weil man irgendwie so
ja, dann habe ich eigentlich, dann war ich, am Ende war ich Küchenchef im Carré oder war in der Operativen im Carré und musste da irgendwie Currywurst mit Blattgold machen. Und ja, also so ja. Ne, das war so nicht mehr meine Welt. Die Leute, die mich damals dahin geholt haben, haben mich so ein bisschen enttäuscht, auch weil die mich dann so auch am langen Arm verhungern haben lassen. Und dann war für mich klar, du musst sofort jetzt aufhören, du musst was Neues machen. Und schade ist, weil du ja vorher sehr gute Erfahrungen mit der Marke Kempinski total, gemacht total, hast. Total, ja. Und also für euch da draußen, ja. Adlon gehört mit zur Kempinski-Gruppe. Genau. Und dann bist du da quasi genau aufs Gegenteil gestoßen. Voll. Also es war einfach nicht mehr, ja, es war nicht geil. Und dann war Jenny und ich haben gesagt, okay, wir machen uns selbstständig. Wir machen, also Jenny hat Wo gesagt, habt ihr euch kennengelernt? In Wien? In Wien, ja. Ah. Kennen und lieben gelernt. Haben dann auch hier in Berlin geheiratet, hatten eine geile Hochzeit. Wir hatten eine noch geilere Torte, Hochzeitstorte, muss ich ganz kurz einschmeißen, als die Buttertorte. Nämlich aus Mett. Richtig. Wirklich? Ein riesengroßes Mett-Herz. Bravo. Ja. Und mein Stiefvater, das werde ich nie vergessen, hat sich wie aus einer Torte so ein 200-Gramm-Stück da rausgeschnitten. Und ich sagte, du weißt schon, dass das Mett ist. Und dann hat er mich angeguckt und sagte, ja, Logo weiß ich statt. Er ist Kölner. Klar weiß ich statt. Freue ich mich auch drauf. Also war herrlich. Eine sensationelle Hochzeit. Habt natürlich auch eine sensationelle Frau, deswegen eine sensationelle Hochzeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen uns selbstständig. Jenny hat gesagt, das ist irgendwo dein Traum. Du kannst nicht für jemanden arbeiten, das geht nicht mehr. Was hat Jenny gemacht? Die war Guest Relation Manager lange, hat dann im Adlon auch als Projektmanager gearbeitet, hat so ein paar schöne Dinge umgesetzt. Auch ja, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken, ein halbes Jahr gehen wir Berlin. Das war im September oder im August oder September, muss ein halbes Jahr suchen wir, gucken wir, wenn wir es finden, machen wir das. Haben uns ein paar Sachen angeguckt, kleine Cafés und. Weil du wolltest eigentlich Küchenchef sein und ein Restaurant eröffnen? Ja, ich wollte Gastronom sein. Also ich wollte schon noch kochen, aber ich wollte auch Gastgeber sein und hatte auch Bock, irgendwie so mehr zu machen, als nur zu kochen. Mhm. Und ich habe so ein bisschen, die Mutter meiner Ex-Freundin hat irgendwann mal zu mir gesagt, du hast so das Problem, was positiv, aber auch negativ ist, du kannst irgendwie immer nur im sechsten Gang fahren. Also du bist nie im ersten oder im zweiten. Ja. Und ich habe das immer so belächelt, aber die hat vollkommen recht. Ja. Also es ist so immer, und ich will nicht sagen, da Überholspur, das ist so eine Floskel, die ich total albern finde. Aber also ich tue mir sehr schwer zu ruhen. Ich muss immer was machen. Also es ist auch manchmal anstrengend für Jenny, auch zu Hause. Ich kann nicht eine Woche Urlaub nur chillen. Ich muss irgendwie, dann muss ich mindestens vier Bücher. Psychologisch gesehen vielleicht einfach sowas wie ADHS, obwohl es gerade sehr inflationär benutzt wird. Aber auch ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich glaube einfach, dass ich gerne Sachen mache. Ja, gerne. Ja. Ich bin Macher. Ich meine, man muss auch sagen, du bist ja damals zur Bullerei, bist du ja nicht gefahren wie normale Menschen mit dem Zug, sondern du bist von Berlin nach Hamburg mit dem Fahrrad gefahren. Genau. Man muss dazu sagen, an einem Tag, das ist ganz wichtig, weil ich wollte unbedingt mal diese 300 Kilometer Schallmauer mit dem Rennrad durchbrechen. Das war total bescheuert. Also nee, es war total geil, es hat total Spaß gemacht. Meine Mutter hat mir danach, oder mein Stiefvater hat mir danach eine Ansage gemacht, der ist seitdem ich denken kann, oder seit 30 Jahren in meinem Leben, dieser Mann, hat sich sehr früh dazu entschieden, mir nicht mein Ersatzvater zu sein, was sehr gut war, sondern war immer so an meiner Seite, aber hat sich nie so aufgedrängt als du musst jetzt, aber ich bin dein Erziehungsberechtigter überhaupt nicht. Hat eigentlich immer so mit mir zusammen, ich habe mit 16 schon alleine gewohnt oder mit 15 oder Ende 15, Anfang 16, ja, erste eigene Wohnung gehabt, mhm. Habe ich mit ihm so eingedeichselt. Zum Ausbildungsbeginn, oder? Genau, ja. Genau. Und dann, das war immer so ein, wir waren so ein sehr konträr am Anfang und sehr viel in den Haaren gehabt, weil natürlich irgendwie, ich musste lernen, dass meine Mutter dann auf einmal geteilt wird, mhm. Und alleinerziehend und. Und dann kam irgendwie so er dazu, aber er wurde dann immer positiver in den Jahren. Also es wurde immer cooler mit ihm. Und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr wegzudenken. Also es ist wie mein Vater. Und der hat wirklich, der hat gesagt, Junge, das ist sowas von rücksichtslos uns gegenüber, das kannst du nicht machen, wenn dir was passiert, du arbeitest schon so viel. Aber der hat mir ich bin 41 oder 42 und saß dann vor dem und der hat mir so richtig, ja, und ich saß am Tisch und gedacht, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Also von dem her, ja. Aber es war trotzdem geil. Also mach das bitte nicht nochmal. Ich mach's nicht nochmal. Ich fahre jetzt nur noch 200 Kilometer.
Nein, ich habe es ja auch gemacht. Das ist ja auch so ein Ding, dann hat man so einen Haken. An einem Tag, und du sagst ja, wann bist du denn morgens losgefahren? Früh, um 6 oder so, um 5:30. Und abends um 6 warst du ja schon in der Bullerei. Ja. Und du hast ja, das hat man dir ja nicht angemerkt. Nee. Aber also das. Und geduscht hast du ja scheinbar auch irgendwo. Nee. Nein, doch klar. War ich ganz kurz sprachlos. Ja, nee. Ich habe tatsächlich im Hotel noch schnell geduscht und ja. Nee, aber wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest Gastgeber sein und du kannst genau. Nicht. Genau, und dann haben wir das. Nur 6. Gang. Dann hat ein Freund von mir gesagt, du in Kreuzberg, die wollen da ein Hotel aufmachen. Der von Elmau, der ist da mit drin und willst ihn mal kennenlernen. Mhm. Und ich so, ja, warum nicht? Und dann habe ich einen Termin vereinbart mit dem aus Elmau, Dietmar Müller-Elmau, der Inhaber und Macher vom Schloss Elmau. Zweimal. Also in Elmau gibt es dieses Schloss. Schloss genau. Elmau, was bekannt geworden ist, dadurch, dass dort politische genau. G7-Gipfel war zweimal Gipfel da stattgefunden und, haben. Genau, also eins der beeindruckendsten Hotels, wenn man das überhaupt als Hotel, Orte, die ich kenne. Also muss ich wirklich sagen, jetzt keine Werbung, sondern also es ist einfach ein unfassbar schöner, harmonischer und es ist ein ganz besonderer Ort. Den sich aber vermutlich niemand leisten kann. Ja und nein, also ja. Ja, kommt halt drauf an, wie viel ihr verdient. Ja, es ist, nein, ja, das stimmt schon. Es ist aber, man darf das nicht so niederbrechen in, das ist auch kein Ort nur für Reiche. Also es ist einfach ein Ort für Künstler, für kreative Menschen, für auch politische Diskussionen, Ort zum Streiten, aber auch zum Versöhnen. Und es ist einfach ein sehr toller Ort. Ich muss das gerade mal googeln, wie das aussieht. Ja, sehr, sehr schön auch. Vor allem jetzt die Winterbilder. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, aber auch wirklich teuer, kann ich mir vorstellen. Ja, es was ist, auf also es ist auf Secret, ja, glaube ich eher nicht. Und das ist ja auch, das machen wir auch nicht, ne? Secret Escape. Nein. Und auch Booking und Konsorten, das lassen wir alles schön sein. Ich jetzt? Oder du? Alle. Weil du kannst, also du. Nicht. Also ich sage euch eins, Booking, das ist genauso wie ich bestelle bei Lieferando. Das ist eigentlich scheiße. Das ist natürlich für uns geil, aber du musst dir überlegen, der Gastronom, der nicht da drauf, also der das anbietet, um seinen Kunden Gefallen zu tun, der zahlt einfach 10%, 15%, 20% Kommission. Also ich bin ja auch im Hotel groß geworden, ja, sag ich mal. Ja. Und ich weiß halt auch durch meine Ex-Freundin, die dann Hotelfach gelernt hat und dort immer war, die meinte, die haben hier eine Rate für Secret Escapes. Die kriegst du, also Villa Kennedy war ja damals ein Zimmer, die nachkostet 500 Euro, so Minimum vielleicht 350, wenn es gerade Low Season ist. Und es war nicht möglich, ein Zimmer zu kriegen, außer du kriegst halt, die haben so ein Kontingent, was sie halt anbieten müssen über Secret Escapes. Und seitdem benutze ich das halt auch wirklich, um jetzt in Frankfurt habe ich mich ins Lindley eingebucht beispielsweise, weil das ist halt echt schwierig, ein Zimmer zu kriegen für weniger Geld. Aber das ist halt, dann bin ich da bei 80 Euro die Nacht so für ein gutes Hotel. Aber ich würde fast, also okay, jetzt kommt immer drauf an, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt. Was sind die heißen Tipps, um hier also, an günstige Zimmer in der Hotellerie zu kommen? Jetzt kommen sie. Guck dir, also du gehst bei Booking.com auf ein Hotel, guckst, was kostet bei Booking das Ritz-Carlton. Und dann haben die eine Zimmerrate bei Booking für 200 Euro. Und dann rufst du da an und sagst, ey, pass auf, ich habe es gesehen, ihr verkauft das Zimmer für 200 Euro bei Booking. Bei euch auf der Webseite habe ich es irgendwie für 210 gesehen, was dumm wäre von Ritz-Carlton, was ich auch nicht glaube, dass sie das machen, dass die günstiger sind bei Booking als auf der Webseite. Meistens der gleiche Preis. Und dann sagt ihr, gib mir doch 10%. Dann spart das Hotel immer noch 20% Kommission oder 18% Kommission und kann dir trotzdem noch ein 10% Discount geben. Meinst du, Hotels machen das grundsätzlich? Also es gibt viele, die das machen. Sehr viele. Es ist einfach, also man muss das probieren und ich ärgere mich auch über Hotels oder über Mitarbeiter in Hotels, die das nicht verstehen und dann sagen, oh, nee, das geht nicht, buchen Sie doch bei Booking, weil genau das ist ja die Stärke von Booking. Also wir verlieren ja eigentlich alle Geld. Also ich muss dann im Endeffekt darüber zahlen, dass du bei Booking buchst, um einen besseren Preis zu bekommen. Das ist totaler Schwachsinn. Weil ich habe so eine Antwort im Kopf, dass jemand gesagt hat,
wir können diese Preise nicht noch schlagen, das ist schon ein super Angebot, machen Sie das einfach, nehmen Sie das an. Ja, das, dann weiß derjenige nicht, wie Booking funktioniert, weil ich kriege das Geld ja vom Booking minus der Kommission, also ich bezahle ja eine Kommission. Also dann kriege ich ja, also Booking bietet ein Zimmer für 180 Euro an und ich kriege davon nur 160, weil ich noch 20 Euro Kommission zahlen muss. Also kann ich das Buch, also bin ich natürlich bereit, dir das Zimmer dann für 160 anzubieten. Weil ist der logische Schluss. Ja. Eben, da verliere ich und ich gewinne dich ja als Stammgast dazu. Also Leute, der Gastronomie müssen wir gemeinsam immer wieder unter die Arme fassen, denn das nächste Jahr wird leider auch nicht einfacher. Ich muss es hier mal sagen, die 19%, die kommen, ich weiß nicht, wie weit dich das betrifft, weil ich glaube, hier ist immer alles 19%, oder? Nee. Nee, mit aber die Hotelübernachtung, 7? Ja, anders, ja, anders, da gibt es ja noch, ja. Ja, aber durch das Restaurant, genau. Schwierig. Werdet ihr vermutlich bald merken, da ich glaube, da waren andere schon politisch aktiv und haben da viel drüber gesprochen, ist halt eine riesengroße Scheiße. Vor allem, ich merke halt, ich gebe nicht viel Geld aus in Sachen Luxusartikeln und sonstigem. Ich gebe Geld vor allem in Gastronomie, Essen gehen, gesellschaftlich, mich mit Freunden treffen aus. Und wenn halt diese Erhöhung kommt im nächsten Jahr, dann wird es zur Folge haben, dass es viele unserer Lieblingsrestaurants vielleicht nicht mehr lange geben wird. Außer natürlich, wir unterstützen das tatkräftig. Aber die Preise müssen halt irgendwo wieder erhoben werden. Das heißt, am Ende kostet uns das Ganze was. Das ist halt ein bisschen traurig. Aber damit wollen wir jetzt hier nicht nochmal ein großes Thema. Es ist die Weihnachtsfolge. Da wollen wir jetzt nicht über morgen nachdenken. Nein, heute hauen wir auf die Kacke. Und du warst gerade dabei, einen riesen Deal abzuschließen, nämlich in Form vom Orania. Vom Orania. Also ich habe die beiden kennengelernt, den Inhaber Dietrich von Bötticher und den, der dabei war, also Dietmar Müller-Elmau aus dem besagten Schloss Elmau. Der heißt auch so? Ja. Hm. Und es war tatsächlich, ging es darum, also in meinen Augen ging es ums Restaurant. Ich habe mir die Baustelle angeguckt, habe gesagt, das könnte ich mir vorstellen. Wir müssten halt mal über eine Pacht sprechen oder mal gucken, wie wir das machen. Wann war das? Mitte 2017. Mhm. Nee, Blödsinn. Ende 2016 so. Und ja, Ende 2016. Und wir sind durchs Haus gegangen, haben viel erzählt und irgendwann sind wir drüber ins Büro vom Herrn von Bötticher, der hat eine Kanzlei, ist Anwalt. Und dann sagte der von Bötticher, naja, dann machen Sie doch das ganze Haus. Und dann meinte ich, ja, wie das ganze Haus? Ja, das Hotel. Und ich sagte, also das können wir ja gar nicht. Also ich bin ja, nee, ich stelle Sie ein, Sie machen Geschäftsführer und Sie eröffnen das und machen alles. Und dann war ich so ein bisschen verdutzt, hatte aber direkt ein gutes Gefühl und habe gesagt, ja, okay, machen wir. Meine Frau kommt dann mit, die macht Hotel. Ja, perfekt, das haben wir uns ja gewünscht. Und Dietmar Müller-Elmau aus dem besagten Schloss Hotel Elmau, der war im Endeffekt mit mir zusammen dann in der Anfangszeit, also er war hauptverantwortlich und ich war Geschäftsführer und er war Geschäftsführer und wir haben das dann quasi zusammen angefangen, das Projekt. Haben dann schnell festgestellt, dass der Unterschied zwischen Elmau in Krün in Bayern und Berlin sehr groß ist. Mhm. Das war uns auch klar, das war nicht allen Beteiligten klar. Also es war am Anfang waren so ein paar. Vor allem auch, weil wir uns mitten in Kreuzberg. Ja, das kam dann noch dazu zum Erstaunen aller. Wir wussten, was auf uns zukommt, aber von Bötticher und Müller-Elmau war das, glaube ich, nicht so ganz bewusst, dass wir auch sehr viel Prügel kassiert haben am Anfang. Gentrifizierung war ein großes Thema, Luxus in Kreuzberg und. Das hat sich aber sehr schnell so entwickelt, dass wir dann festgestellt haben, dass Müller-Elmau und Schloss Elmau immer noch ansprechbar für uns ist, immer noch ein Partner ist, aber sich total zurückgezogen hat und wir dann im Endeffekt immer mehr die Leitung und das Dasein, das Betreiben des Hotels übernommen haben. Und so sind wir im Endeffekt vom Gastronom oder vom Koch zum Hotelier bin ich geworden. Natürlich immer, das ist ein Mannschaftssport, Hotellerie und genauso wie Gastronomie. Also immer mit starken Leuten an unserer Seite. Meine Frau hat den ganzen Guest Relation Part am Anfang genommen. Also so die Ansprache, die wir eigentlich an unsere Gäste richten, das kam am Anfang alles von Jenny. Ich habe mich natürlich verstärkt ums Kulinarische gekümmert, ums Operative. Wir hatten super Leute, gerade am Anfang auch Johannes Linster, unser erster Restaurantleiter, ein super Typ, der jetzt in Trier ist, der aber auch sehr viel
so diese Herzlichkeit und dieses Gastgeber und das Gastliche mit reingebracht hat. Also ganz tolle Menschen auch dabei gehabt. Und das hat sich dann auch entwickelt, immer mehr dazu, dass Jenny immer mehr Außenminister geworden ist, Sales gemacht hat, viel das Haus nach außen verkauft hat und ich immer mehr der Innenminister war, der dann hier vor Ort alles gemacht hat. Ich finde es immer witzig, wenn Leute dann gefragt haben am Anfang auch, ja, wer ist denn hier der Chef oder wer ist denn hier der Hoteldirektor? Das ist mir auch noch nicht ganz klar, weil ja, wenn man auf eure Homepage schaut und man sieht das Team bei den Bildern, die sich dann so umdrehen, dann scheinen hier alle Chefs zu sein, weil es gibt, glaube ich, drei Küchenchefs. Weil es gibt zwei Küchenchefs, ein Food Director of Food, oder? So, fast. Jetzt hast du mich auf einem, also ein Küchenchef hat jetzt gerade aufgehört, deswegen gibt es im Moment nur noch einen und das bleibt wahrscheinlich auch so, aber ja, der Eindruck ist richtig. Im Endeffekt, ich bin nicht der Chef oder die Jenny die Chefin, sondern jeder hat so seine Stärken, die er mitbringt. Und deswegen ist, finde ich, kann man so ein Unternehmen, kann man nicht als das kann nicht eine Person führen, das braucht viele. Es muss immer einen geben, der entscheidet. Und das bin am Ende dann doch ich, weil ich die Verantwortung trage, positiv wie negativ. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Zero-Authority-Ding, was ihr hier fahrt. Nee, das und geht alle, nicht. Alle dürfen ein bisschen mit entscheiden. Nee, um Gottes Willen, das könnte ich nicht. Also da, das könnte ich nicht, das könnte Jenny aber auch nicht. Also da sind wir wahrscheinlich zu oldschool. Mhm. Also ich kann auch nicht, es muss einen geben, der am Ende sagt, das wird jetzt so gemacht. Es ist ja, du kennst das aus unserem Beruf. Ich meine, es gibt wenig Berufe, die so stark der Hierarchie wie die Küche. Das ist ja unfassbar, wenn du überlegst. Ne? Und es ist heute noch der Chef, der vorne am Pass steht, wenn der was annonciert, wenn der sagt, es kommt neu eine Ente. Und dann hast du 4, 5, 6, 7 Leute, die einfach sagen, jawohl oder wie Chef oder ich liebe es nach wie vor. Also wer halt stört, wenn jemand sagt, ja. Das mit der Ente finde ich gut, Chef, aber haben Sie mal überlegt, wir könnten ja auch vielleicht mal was anderes machen. No way. Das wird sich aber auch, ich glaube, das wird auch in den nächsten 100 Jahren sich nicht ändern in der Küche. Ja, also du hast natürlich schon eine Änderung. Also es gibt heute einen Auszubildender heute, Auszubildende heute, stellen andere Fragen oder stellen Fragen. Mhm. Wenn ich an meine Ausbildung denke, das war immer nur We Chef. Und der hat gesagt, du hast jetzt hier 17 Stunden zu arbeiten. Da hast du gesagt, ja klar. Ah, das gehört dazu. Das wird heute nicht mehr passieren. Also heute fragen dann doch die Auszubildenden auch mal nach, warum sie was machen müssen und warum das nicht anders geht, was ich super finde. Und ob man auch in der Berufsgenossenschaft ist und ob man sich vielleicht da mal... Aber also das hat sich schon geändert. Aber es ist trotzdem noch sehr hierarchisch. Das ist ein schwieriges Wort. Komisches Wort, hierarchisch. Ja, als Kölner sind wir ja auch mit dem Schwimmer. Geht mir genauso, als Hesse bin ich da auch raus. Ja, krieg ständig auf die Finger gehauen. Ja. Das ist halt, ich liebe halt das SCH, ne? Aber ich habe es mir gut abtrainiert. Echt? Ja, ich glaube aber. Aber heißt das bei dir Chinese oder Chinese? Nee, das sind Chinese. Bei mir ist halt alles mit Also es macht, das hört sich jetzt so, das hat sich jetzt schon blöd angehört. Das war jetzt kein Affront gegen Chinesen, aber das ist immer bei uns. Ach so, nein, weil die Bayern Chemie. Sagen, Chemie, genau. Chemie oder Chemie? Das ist so eine never-ending Story. Ich glaube, je nachdem, wo du dich in Deutschland befindest, spielt es eine Rolle. Ich habe das auch schon mal teilweise zugestimmt. Die haben auch recht, so mit dem K. Aber ich sehe es bis heute nicht ein. So fangen wir hier gar nicht erst an. Ich überlege gerade, weil wir sind ja nächste Woche in Frankfurt, weil sobald ich im Kontakt bin mit dem Hessen, dann geht das halt richtig rund. Aber nächste Woche bin ich so in Frankfurt bei einer Aufnahme. Für alle, die zuhören, der Name wurde heute schon erwähnt. Und der hat aber leider keinen hessischen Dialekt. Ja. Der kommt ganz woanders her. Ja. Der hat aber auch einen schönen Dialekt. Um das nochmal zu beenden. Ja, genau. Einen sehr schönen. Also Hierarchie ist wichtig und das ist hier auch ganz klar. Aber ich sehe mich nicht als General Manager oder als Hoteldirektor. Was ist denn dein Tagesablauf? Was sind deine Aufgaben? Ich komme morgens zwischen 8 und 10. Gleitzeit habe ich, also sehr angenehm. Ja. kümmere mich dann erstmal um den
Also ich habe jetzt gelacht, weil ich kenne auch deine Zeit, wo ja. du aufhörst. Ne? Deswegen genau. habe ich gelacht. Kümmere mich dann eigentlich um das Schönste, die ersten 20 Minuten, so dieses durchs Hotel gehen und die Mitarbeiter begrüßen und so ein bisschen schnacken und ein bisschen Blödsinn und ein bisschen meistens positiv, manchmal auch die negativen Sachen, wenn dann irgendwie die Lüftung nicht funktioniert oder das nicht funktioniert oder das, dann immer so nicht so die schönen Morgenden. Aber das ist so der Anfang mit einem Kaffee, dann Büro, Meeting. Aber wir sind nicht auch so zugepackt mit den Problematiken, wobei, wann habt ihr hier Frühstück im Hotel? Um 6.30 Uhr wahrscheinlich. Fängt um 6.30 Uhr an, geht bis 14 Uhr. Und belastet dich dann keiner mit den Frühstücksproblemen? Oh, doch, Chef, auch. Ja, hier, ja, klar, Honig alle, ja, gibt's schon, der ja. Beschwerde, der hat zu so lange aufs Ei gewartet, Flug verpasst, Reinigung, Kaffee übergeschüttet, das... Ja, also Kaffee übergeschüttet zum Glück nicht so häufig, Flug verpasst, ganz ehrlich, ist ja nicht unser Problem, ist ja das Problem des Gastes. Das wird mir so eingetrichtert, weil ja, mein Ei zu lange dauert. Du hast so, das ist so diese alte Art von Hotellerie. Meine Frau hat mir ganz, also da waren wir noch nicht zusammen, da hat die zu mir gesagt, das Schlimmste ist, wenn Gäste kommen und du fragst, hatten sie eine gute Anreise? Hatten sie eine angenehme Anreise? Das ist die bescheuerte Frage, die man stellen aber kann. Aber für welche Sichtweise jetzt? Ja, stell dir mal vor, für du beide bist mit der, ne? Stell dir mal vor, ja, eigentlich nur für dich, weil der Gast fängt dann eins an, der hat im Kopf, genau, die Anreise gehört ja schon zu meinem Trip nach Berlin dazu. Und also ist scheiße. Das Orania verantwortlich für meine scheiß Anreise. Für die Bahnverspätung. Für die Bahnverspätung, für Schneechaos, für Flugteuer, alles scheiße und ihr seid schuld. Jetzt, wie wollt ihr das wieder gut machen? Damit habe ich nichts zu tun. Ich aber auch das nichts fragt man auch im tun. Privaten, ne? Wir nicht mehr. Also ich nicht mehr. Das ist ein richtig guter Tipp. Das ist also clever. Wirklich. Parkplatz. Leute kommen rein und sagen, ja, wo soll ich parken? Ja, du bist in der Stadt, was weiß ich, such einen Parkplatz. Wir haben kein Parkhaus, wir sind ein denkmalgeschütztes Haus. Das ist nicht meine Problematik. Ich bin als Gastgeber, sobald du die Schwelle der Tür übertrittst, bin ich für dich mitverantwortlich und will dir einen schönen Aufenthalt geben, will deine Wünsche erfüllen und will dir... Ob du überhaupt Wünsche hast, gibt Geschäftsreisenden, die wollen in Ruhe gelassen werden. Das will ich dir auch erfüllen. Aber ich bin doch nicht verantwortlich, ob du einen Parkplatz gefunden hast. Ich bin auch nicht dafür verantwortlich, auch wenn es ärgerlich ist, wenn dir jemand ins Auto einbricht oder. Und das wurde uns in der Gastronomie und Hotellerie wirklich krass. Wir waren ja immer so diese bediensteten Arschkriecher. Ja. Und das ist Wünsche totaler Bullshit. An den Lippen ablesen, noch bevor es der Gast geäußert hat. So wir hatten wurde es uns beigebracht. Im Adlon ein Beispiel, da könnte ich heute wieder knallrot werden und mich aufregen. Wir hatten Gäste, die wollten Sushi essen. Mhm. Und dann kamen die Guest Relations Managerin. Gab es Sushi? Na, natürlich nicht. Also ein Restaurant, was irgendwie so Brasserieküche macht. Ja, aber die hätten das auch vor 2 Jahren, hätten die hier mal Sushi gegessen. Die wollen jetzt Sushi haben. Ja, dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann kam original die Guest Relations Managerin und hat mich dann ganz verdutzt angeguckt, ja, warum das denn nicht geht? Sag ich, naja, weil ich kein Sushi machen kann. Also ich habe erstmal, habe ich gar nichts da für Sushi zu machen und ich bin ja auch kein Sushi-Koch. Also ich meine... Sie haben doch Koch gelernt, Sie müssen doch Sushi können. Ohne Scheiß, genau so stand die vor mir. Und also das ist im Streit ausgeartet, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Und das hat mir so Bauchschmerzen gemacht, weil ich mir gedacht habe, in was für einer dummen Welt leben wir, dass du musst doch irgendwo... informierst du dich doch als Gast. Wenn ich in Urlaub fliege, dann fliege ich ja, wenn ich Sonne will, nicht nach Spitzbergen und sag, warum ist hier keine Sonne im Dezember? Ja, das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen, also was jetzt Koch angeht, so ein bisschen das Vorurteil, ist wie wenn man sagt, ein Handwerker muss alles können, dabei gibt es da ja auch Spezifizierungen, wie beim Juristen, die können ja auch nicht alles, ne? Und wenn man mir sagt, wieso kannst du keine Pizza backen? Weil ich kein Pizzabäcker bin. Genau. Ich habe vielleicht ein Rezept irgendwo rumfliegen und mit Glück wird es auch richtig geil, aber dann sei zufrieden damit. Ja. Ich habe Italienisch gelernt, zum Glück in der Richtung, aber man erwartet immer alles vom Koch. Ne? Und das ist so, und das war fürchterlich. Und das ist genau das Gleiche mit diesem, hatten Sie eine schöne Anreise. Aber was ist denn jetzt die Alternative? Was bietest du denn mir jetzt an, wie ich den Satz, wie ich den Kampf eröffne? Den Kampf, der Gast, der Kampf am Gast. Vielleicht solltest du das schon mal überdenken, weil es darf, wenn das schon ein Kampf ist, dann hast du schon was Falsches gelernt. Das darf gar nicht. Nein, herzlich willkommen in Orania. Ab jetzt wird's geil. Als Beispiel, geil, ja. Weil genau das ist doch das, du hast es jetzt genau richtig selber beantwortet, ab jetzt wird's geil. Und das ist doch das, was du willst. Du willst doch auf Augenhöhe sein mit den Gästen. Ist auch ein guter Folgentitel, oder? Mega. Philipp Vogel, ab jetzt wird's geil. Oh, total geil. Das könnten wir auf meinem Grabstein, na nee, das ist ja blöd. Ja, nee, ab jetzt wird's geil. Da hätte ich einiges falsch gemacht. aber genau so. Also es gibt so ein paar Floskeln, die...
einfach, die müssen weg. Wir haben zum Glück auch einen sehr guten Coach, der uns im Verkauftraining gegeben hat, der das auch nochmal, der sagt, mit der Sprache kannst du viel mehr anrichten, im Positiven wie im Negativen, als mit, das ist so wichtig, genau. Guck mal, wie toll das manch, was heißt toll, mich nervt es auch, wenn du in den Apple Store gehst und die duzen dich und quatschen dich an und bla. Und aber du würdest ja niemals in den Apple Store gehen und sagen, ich hätte gern das neue Windows MacBook. Windows MacBook gibt es natürlich nicht. Das Windows, wie heißt das dann? Ich weiß nicht, es ist ein Lenovo Touchpad, whatever. Ja, genau. Ja. Also, weil die ganz genau, du weißt ganz genau, also die wissen ja, was du willst. Ja, du kommst da rein und die verkaufen dir sofort, weil die so überzeugt davon sind. Und das haben wir gerade, ich weiß nicht, ob das international ist, ist vielleicht nicht ganz so. Die Amis, die haben ja auch ihre Art. Wir waren in Amerika, Jenny und ich haben so einen Roadtrip gemacht, ziemlich geil, lange Zeit da gewesen, also es ist lange Zeit, aber so einen Roadtrip gemacht. Und wir haben gedacht, boah, es ist so ätzend oberflächlich, aber irgendwie ist es auch cool. Dieses Hey, how are you? Yeah. Hey, how are you? Hi, awesome, wow. Aber du kannst das ja nicht mehr hören. Ja. Das ist ja, aber irgendwie. Und du darfst auch nicht drauf antworten eigentlich. Nee. Aber es interessiert ja auch nicht. Nee. Also wenn du darauf antwortest, dann haben die ja schon die nächste Floskel rausgehauen. Also das ist ja, nein, das darf man auch so nicht verallgemeinern. Aber es ist halt einfach eine unterschiedliche Art. Und wir haben einfach noch zu viel gelernt zu dienen und nicht auf Augenhöhe uns zu unterhalten. Und wir sind nicht perfekt. Wir machen auch Fehler. Auch hier im Orania machen bestimmt auch viele Fehler. Und es gibt bestimmt auch Gäste, die sagen, oh, das ist nicht so meins oder das hat mir nicht so viel Spaß gemacht oder. Aber was wir versuchen ist, dass der Mitarbeiter sich genauso wohlfühlt wie der Gast. Und das ist keine Floskel. Das merkt man hier richtig. Also ich meine, ich war ja hier jetzt schon zweimal zu Gast. Das letzte Mal, da könnt ihr euch auch auf ein wunderschönes Video freuen, das vielleicht übermorgen schon rauskommt. Ich bin ja nicht ganz sicher, weil es sind Feiertage, nicht wahr? Übermorgen für die Zuhörer, nicht für uns. Ja, also, ja, ich weiß. Okay. Ja. Übermorgen dann an Weihnachten. Ja, tatsächlich. Oder am 2. Weihnachtsfeiertag. Wer hat den Kalender schon im Kopf? Weil ich damit sagen will, wir waren hier zu Gast und es kamen immer wieder andere Persönlichkeiten. Erstmal kommt man in die Küche rein und ich weiß nicht, ob ihr da draußen Game of Thrones geguckt habt. Es scheint ein Haarschnitt hier vorzuherrschen. Und ich sage nur, Winter is coming. Also Ned Stark hat hier ziemlich geprägt, sage ich mal, was die Haararchitektur angeht. Aber das ist ja auch egal. Denn die Nettigkeit, die kommt von jedem Einzelnen. Ich habe noch nie so viel Herzlichkeit bekommen, wenn man ins Hotel reinkommt. Also nicht mal gespielt. Das hat die Gastronomie ja drauf. So, ja. Weißt du, sobald. Awesome! Ja, genau, how are you? Und zack, bist du weg. Aber so eine Fresse gezogen, oh Gott, ich hasse den Kerl oder so. Nee, die kamen von sich aus und haben sich sehr lange mit uns unterhalten, auch gefragt, wo kommen wir her, was machen wir. Ich glaube, der Barchef ist nicht mehr da. Der kam ganz am Ende und meinte, Leute, heute ist mein letzter Tag. Wie geht's euch? Darf ich euch was bringen? Ne? Und dann hat er wirklich, ich glaube, 10 Minuten mit uns da verbracht und hat irgendwelche Spirituosen ist er durchgegangen. Und das oder auch Ronny, der, ist das Sommelier? Sommelier, Restaurantleiter, Gastgeber. Dem hatten wir einen wundervollen Abend. Ja. Das war, also nicht, wir haben jetzt keine Wünsche geäußert, aber ich wusste, hätten wir welche gehabt, hätten die keine Sekunde gezögert und hätten uns geholfen, egal was wir gebraucht hätten. Das ist wundervoll. Auch die Küche von euch, das ist, ihr habt mir auch direkt die Ente in die Hand gegeben. Klar, eure Chef-Patissier hat mir in die Augen gerollt, als ich dann da versucht habe, wie Wolverine den Vogel zu zerfetzen. Ja. Aber ich war auch wütend. Ja. Wütend, weil ich hungrig war. Aber das ist sehr familiär und ich wünschte, wenn ich jetzt meine Ausbildung nochmal machen würde, würde ich sie sehr gerne bei dir machen, glaube ich. Ich glaube, das ist ein tolles Gefühl hier. Boah, das ist ein großes Kompliment. Aber hier im Hotel, glaube ich, hat man einen schönen Start und eine schöne Zeit. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu wenig vermitteln, wie die wahre Welt da draußen ist. Meinst du? Also manchmal, wir haben so... Hast du viel gesehen? Ja, das habe ich, aber wir sind sehr familiär und wir sind sehr verständnisvoll. Ach, du meinst, du härtest nicht mehr genug ab, die Leute, die fallen da draußen unbedingt liegen. Ja, nein, das glaube ich nicht, also... Aber vielleicht. Ja. 2 Tage in der wahren Welt und die kommen wieder zurück und sagen: Meine Güte, Spaß, so schaut es aus. Nein, Spaß. Es haben sich ja, ich glaube, unsere Branche hat sich geändert und das ist auch wichtig gewesen und war auch allerhöchste Zeit. Wir können nicht mehr so, wie wir mal mit Menschen umgegangen sind. Das geht nicht mehr. Also, du kannst ja nicht.
Und das habe ich damals schon nicht verstanden. Wie kannst du Luxus verkaufen oder Gastlichkeit oder Genuss, wenn du selber cholerisch in der Küche stehst? Also wie geht das? Aber es ging ja lange genug gut. Ja, das war ja so ein, ja, unfassbar. Also ich habe die Zeiten wirklich auch noch miterlebt. Ich hatte auch einen noch. Ja. Der hat Sachen geschmissen nach uns. Und ja. Der war aber auch dann relativ schnell weg vom Fenster und wurde gemieden. Leider hatte ich da einige. Aber, und das muss ich auch sagen, auch die Leute, die so waren, haben mich geformt, haben mir viel beigebracht. Mein Lehrchef war sehr, sehr, also ich hatte eine sehr harte Lehre, aber ich hatte auch eine geile Zeit. Also ich habe auch wirklich sehr viel gelacht, oft auch danach erst, also oft so im Nachhinein, wo man, wir haben Das war wahrscheinlich so ein hysterisches Lachen, Weinen. Ja, damals war das dieses Lächeln, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wenn man denkt, okay, jetzt musst du lächeln, sonst heulst du. Heute wirklich kann ich über manche Geschichten wirklich auch herzhaft lachen und mir denken, wow, gibt's nicht mehr zum Glück. Wir mussten immer pfeifen, wenn wir Pralinen verräumt haben, damit wir keine Pralinen essen. Nein, hör auf. Ganz wirklich? Ja, ja. Das sind ja Maßnahmen wie, keine Ahnung, wo in irgendeiner Fabrik, wo man zum Arbeiten gezwungen wird. Das war ja auch so. Auch mit auf die Finger schlagen, wenn du zu langsam drehst. Knöchel. Wir haben immer so mit den Stahlkappen, Schuhen so mal so kleine kurze Tritte an die Knöchel bekommen. Oh, auch ja, schon. Das, weil dann sieht man es nämlich nicht als Gast. Man sieht es nicht und es tut sehr weh. Aber du vergisst die Fehler dann auch nicht, die du gemacht hast. Ja, Schmerz lernen wir alle, nicht wahr? Nein, die Zeiten sind vorbei, die müssen auch vorbei sein. Aber guck mal, und das ist so schön, dass dir das aufgefallen ist, weil das ist genau das, was wir versuchen vorzuleben und was auch viel Arbeit ist für jeden Einzelnen. Also das glaube ich. Harmonie ist ja auch viel Arbeiten, viel Reden, viel Probleme ausdiskutieren, an Problemen arbeiten, viel Kompromisse eingehen. Wie in einer guten Beziehung, ne? Da muss man ja auch Kompromisse eingehen. Absolut. So. Du bist jetzt vom Koch in Richtung Hoteldirektion gegangen. Ich glaube, das General Manager ist ja ein Hoteldirektor, so übersetzt, würde ich mal sagen. Ja. Als ich Koch-Anfänger war, das war ja meine zweite Ausbildung, dann habe ich, glaube ich, meinen Probetag einmal im, das gibt es nicht mehr in Frankfurt, Continental, Interconti gemacht. Und da wurde mir gesagt, dass viele, mir wurde immer eingetrichtert, werd kein Koch und kein Gastronom, weil da, das kannst du vergessen, undankbar, wirst nicht gut bezahlt, alles furchtbar, hab's dann irgendwie trotzdem gemacht. Und der erste Hinweis, dass es vielleicht doch ganz geil werden könnte, war die Aussage vom damaligen Küchenchef, der meinte, viele Küchenchefs werden Hoteldirektoren, aufgrund dessen, da sie natürlich das Herzstück des Hotels bilden, was dann auch mehr, weiß ich nicht, Gehalt und mehr Verantwortung und mehr Ansehen irgendwie mit sich zieht. Würdest du das so bestätigen, wenn man jetzt den Köchen da draußen oder den Köchinnen da draußen so einen Anhaltspunkt gibt, wo kann die Reise hingehen? Mensch, Hoteldirektion ist geil, weil ich verdiene mich ja dumm und dämlich im Sternehotel? Oder? Ja, dumm und dämlich. Also ich weiß nicht, weiß gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Porsches vor der Tür stehen. Vielleicht hat nicht die Tiefgarage. Ja, genau. Wir haben ja leider keine, deswegen haben wir auch kein Porsche. Ist so witzig, wie du sagst. Also wenn ich Koch werde, um Hoteldirektor zu werden, glaube ich, ist das der falsche Weg. Mhm. Also da sind wir wieder beim Thema. Aber das stimmt schon. Also ich habe das tatsächlich auch auf meinen vielen Stationen oft gesehen, dass dann früher, und das muss ich wirklich sagen, war es tatsächlich noch öfters der Fall, dass so in der Schweiz oder so die großen Hoteldirektoren irgendwie gelernte Köche waren. Haben dann aber auch alle noch Hotelfachschule gemacht und auch noch alle studiert. Das war oft Phase. Heute ist es eher so in meiner Sicht der Dinge, dass die Hoteldirektoren aus der Hotelfachschule kommen. Und also ich muss immer vorsichtig sein, was ich sage, aber ich habe einige Leute kennengelernt, die Direktionsposten haben oder Managementpositionen haben, wo ich gesagt habe, euch fehlt, ihr seid sehr theoretisch sehr gut, euch fehlt aber brutal das Fachliche, weil die einfach in den ganzen teuren und hochdekorierten Hotelfachschulen lernen zu managen und ist das nicht meistens so ein Folgeprogramm, dass man erst mal eine Ausbildung in Hotellerie macht? Ja, die kommen dann aber ja mittlerweile, weil die Hotelfachschulen so teuer sind, wird denen ja in der Hotelfachschule schon gesagt, also wenn du bei uns warst, dann bist du ja nicht mehr da unten, dann bist du ja schon wer. Und dementsprechend kommen natürlich dann Leute, und das auch nicht pauschalisiert auf alle, aber viele, kommen die Leute dann ja schon und sagen, naja, ich bin ja schon Manager, ich war ja jetzt in Lausanne auf der Hotelfachschule, die hat mich ja dann, weiß ich nicht, 12.000 Euro im Jahr gekostet, also muss ich ja jetzt auch hier, das muss ich ja rentieren. Das ist mein Einstieg.
Und das ist albern, weil also ein Hoteldirektor, der nicht weiß, wie eine Kaffeemaschine funktioniert, wird niemals das Ansehen von seinen Mitarbeitern bekommen. Das ist meine Meinung. Es gibt mit Sicherheit auch Beispiele, die da anders sind. Aber ich finde, du musst aus der Branche kommen, du musst das durchlebt haben und du musst auch wirklich mal, das hört sich auch wieder so polarisierend an, aber man muss mal durch die Scheiße gerobbt sein, um zu wissen, wie das ist. Und wenn du mal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr Frühstück gemacht hast und weißt, wie es ist, wenn die Eier zu spät kommen und weißt, wie es ist, wenn das Gas nicht funktioniert für die, dann kannst du mitreden. Und wenn du im Service weißt, wie ein Cappuccino geht und wenn du weißt, wie scheiße das ist, wenn du nachts um drei noch die 600 Kästen Wasser verräumen musst. Deswegen feiere ich auch diese Austauschprogramme in Hotels sehr, wo man dann sagt, hey komm, wir switchen mal Positionen, damit ich mal weiß, wie sich der Service fühlt und wie die Küche sich fühlt. Das ist sehr hilfreich. Total. Haben wir hier auch eine Zeit lang sehr intensiv gemacht. Ist ein bisschen weniger geworden, weil es jetzt auch so busy ist. Aber das ist mega spannend. Und unsere Chefpatissiere, nicht die, die du kennengelernt hast, sondern die, die jetzt Mutter geworden ist und auch Chef, ist, logischerweise. Auch Chef, hier sind ja alle. Nee, das ist eigentlich der eigentliche Chef-Patissier, der auch bald wiederkommt, Anfang des Jahres, und dann wird Kim auch weiterziehen, die jetzige Chefin quasi, die eigentlich Stellvertreterin ist. Oh, das ist so kompliziert. Ist schwanger geworden. Aber es gibt noch einen anderen Chef-Patissier, der kommt bald wieder, und die jetzige Chef-Patissier. Nee, die Chef-Patissiere, die schwanger geworden ist, die jetzt Mutter ist, ist in Mutterschutz. Ja. Und Kim ist quasi die Nummer zwei und ist stellvertretend. Sie ist nämlich auch Chef. Nein, sie ist für uns alle auch Chef, weil sie stellvertretend auch ein super Chef ist. Das ist die richtige Einstellung. Genau. Na, also, das ist auch jetzt keine Floskel. Ihr seht, das meine ich ernst. Nein, nur um das einfach mal zu sagen. Aber die jetzt schwanger ist, die jetzt Mutter geworden ist, die hat im Service die hat gesagt, die wird mal gerne im Service arbeiten. Und war dann irgendwie eine Woche im Service oder zwei, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und kam danach und hat wirklich ein paar Ideen gehabt, die wir dann umgesetzt haben. Die dann auch gesagt hat, ist es am besser, wenn wir als Patisserie rausgehen und Dessert verkaufen. Ja. Das können wir besser als der Service. Mhm. Und das ist auch cooler für den Gast. Und schon haben wir das eingeführt. Und das sind alles so Dinge, die entstehen dadurch, wenn man einfach mal aus seiner Komfortzone rauskommt und Dinge anders macht. Und es ist oft so, dass wir, wenn wir tagtäglich das Gleiche machen, ja auch blind werden für Dinge. Und ich habe das jetzt erst gemerkt, wir hatten ja letztens diese Superspreader-Weihnachtsfeier. Ja. Und mein ganzes Team war down. Ich habe ganz kurz vorher, haben wir aufgerüstet mit Equipment und so, und ich habe mir jetzt noch nicht einmal angeguckt. Ja. Ist auch seitdem nicht lange her. Jetzt waren aber alle krank, ich muss alleine drehen. Also Licht alleine, Ton alleine, alles alleine. Ich habe erstmal 2 Stunden gebraucht, um mich mit allem auseinanderzusetzen, bis ich wusste, früher habe ich alles alleine gemacht, mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber ich muss mir mehr angewöhnen zu sagen, pass auf, ich bin beim kompletten Abbau dabei, lass mich das mal machen. Ne? Einfach damit ich wieder ein Gefühl kriege, wie das alles funktioniert, damit ich mich auch in die andere Person reinversetzen kann. Absolut. Und das ist ja, also finde ich, auch egal was du machst, also da geht es gar nicht um Gastronomie oder um Kochen, sondern in allem. Wenn du Vorbild sein willst, dann musst du ja Vorbild sein. Also du musst ja quasi auch das können. Du kannst ja nicht von jemandem erwarten, dass er was besser machen kann als du, wenn du es ihm nicht richtig zeigen kannst. Und ich finde, das ist ein... Aber man muss auch nicht alles am besten können. Nein, muss man auch. Nein, muss man. Aber wenn ich Erwartungen an andere Personen habe, dann sollte ich schon wissen... Also natürlich, wenn ich mein Notebook von XY-Firma aufmache, dann habe ich schon Erwartungen, dass das funktioniert, ohne zu wissen, wie das funktioniert, ganz klar. Aber ich meine so diese Zwischenmenschlichkeit, und ich finde es immer so, wir sind ganz schnell in Beziehungen, sieht man es, in Freundschaften sieht man es, dass man vielleicht mal enttäuscht ist von einem guten Freund, weil der sich lange nicht mehr gemeldet hat. Oder so. Aber man reflektiert nicht und sagt, wann habe ich mich dann das letzte Mal gemeldet oder woran könnte das liegen? Und ich finde, das ist sowas, was ich auf dem Beruf auch gerne widerspiegel. Wie kann ich denn verlangen, habe ich mit meinem Küchenchef, mit einem meiner vielen Küchenchefs, Kevin, haben wir gesagt, ja, man macht. Der ist seit 3 Monaten dabei, hat gerade erst die Ausbildung bekommen, aber irgendwo ist er auch Küchenchef. Nein, Kevin ist seit Anfang an dabei. Und den habe ich aus dem Adlon mitgebracht. Also der ist aus dem Adlon nachgezogen, der hat die Lehre im Adlon gemacht. Auf jeden Fall sagte der Kevin zu mir auch, ja krass, er hatte irgendwie am Wochenende, war so ein bisschen Stress, und dann hat er gesagt, ja, das muss doch funktionieren. Und dann hat er selbst reflektiert und hat gesagt, du, ich kann das so schnell, aber der, mit dem ich gerade spreche, der kann das vielleicht nicht so gut wie ich. Und das war wieder so ein Paradebeispiel, wo wir beide gegrinst haben und gesagt haben, genau das ist es. Also du musst dich einfach auch mal in dein Gegenüber reinversetzen. Wie viel hat noch der
ich sag mal, Schirmherr Elmau hier zu sagen im Hotel? Zu sagen, also ganz viel und gar nichts. Das ist. Nein, also ja, er sagt nichts mehr, weil er weiß, dass, also wir tauschen uns aus und das ist super und das macht mir mega Spaß und das ist ein, also mit Sicherheit in der Hotellerie eine absolute Bezugsperson für mich, ein absoluter Mentor, der auch kein gelernter Hotelier ist. Also auch das spannend, weil er das auch irgendwie aus einer ganz anderen Ecke kommt, aus der IT, ganz verrückt. Seine Geschichte ist eh verrückt und die von Elmau. Also wir hatten ein ganz tolles Treffen vor, das ist jetzt, hört sich total dekadent an, vor Corona haben wir uns in New York getroffen, durch Zufall. Also er war in New York und Jenny hatte einen Sales-Trip und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn du Sales machst, dann machen wir noch 2 Tage ein paar Reisebüros, dann komme ich runter und dann hängen wir noch ein paar Tage in New York dran, weil ich das letzte Mal in New York war, als kurz vor meiner Lehre, als meine Mutter gesagt hat, ich darf mir aussuchen, in welche Stadt ich will und das machen wir jetzt den letzten Mutter-Sohn-Urlaub. Dann waren wir in New York und dann 20 Jahre später habe ich gesagt, ich will jetzt unbedingt nochmal nach New York. Aber nicht vergessen, es ist Weihnachten und jetzt kannst du mich einen Sohn-Mutter-Urlaub geben. Man kann das Ganze auch umdrehen. Leute, denkt daran, mal mit euren Müttern in den Urlaub zu fliegen. Oh, unbedingt. Ich habe danach auch noch Urlaube mit meiner Mutter gemacht. Wir waren im Himalaya, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Ja, ist genial. Das wäre also nicht unbedingt das Reiseziel mit meiner Mutter. Aber doch, die wollte unbedingt nochmal den Mount Everest richten. Also was heißt nochmal? Hört sich an, als würde meine Mutter sterben liegen. Besteigen. Nee, die war früher tatsächlich eine sehr ambitionierte Bergsteigerin. Ach was. Und hat dann einen Traum gehabt, mal das im Himalaya mal zu wandern dann nur noch, also wollte einfach mal in die Berge da und sagte, ach, jetzt bin ich zu alt und ich werde ja jetzt 60 in 2 Jahren, das schaffe ich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich habe in London gearbeitet, da habe ich gesagt, ja, soll ich mitkommen? Ja. Und dann hat meine Mutter gelacht und war dann irgendwie, Thema war vorbei und 3 Tage später hat sie gesagt, also würdest du das machen? Da sage ich, hallo. Und dann haben wir 3 Wochen Himalaya-Trekking gemacht, zu zweit. Klasse. Mit so einer Gruppe und das war so lustig und ich habe meine Mutter nochmal auf eine andere Art kennen und lieben gelernt und es war, also wenn du dann mit deiner Mutter als Erwachsener nochmal in einem 3 Quadratmeter, in einer 3 Quadratmeter Hütte im Schlafsack liegst und irgendwie meine Mutter morgens aufwacht und das Gesicht angeschwollen war, weil die durch die Höhe und ich musste so lachen und meine Mutter sagt, sieht schlimm aus. Ich sage, nee, super, du hast gar keine Falten mehr, ganz toll. Wir hatten einen Heidenspaß und das hat unsere Beziehung einfach auch nochmal total gefestigt. Mega schön. Ich stelle es mir nur komisch vor, wenn man dann quasi sich vorstellt bei der anderen. Und mit wem seid ihr? Ich bin mit meiner Mutter unterwegs. Ja, das war schon so ein bisschen, also für die anderen, für uns eigentlich nicht. Wir sind eh so ein, wir haben viel durchlebt in unserem Leben, aber meine Mutter ist nach wie vor mein absoluter Bezugspunkt und die auch, ich sage immer, sie sieht das gar nicht so, ich sage, das ist der positivste Mensch. Meine Mutter hat immer mir vermittelt, guck nicht nach hinten, guck nach vorne. Schön. Scheiße ist passiert, kannst nichts mehr dran ändern, also reg dich nicht drüber auf, sondern seh zu, dass es halt nicht nochmal passiert. Ne? Wäre blöd, wenn du einen Fehler 2-mal machst. Also 2-mal geht, aber im 3. Mal ist dann schon scheiße. Wir kommen nämlich jetzt zur nächsten Kategorie und die heißt die Spezialität des Hauses. Wow. Und bei dieser Kategorie möchte ich ganz gerne von dir etwas haben, nämlich für unsere Zuhörer und ZuhörerInnen ein Rezept, was sie mit nach Hause nehmen dürfen. Ein Rezept, geil, was du gerne mal sagst, komm hier, nimm mit, das mache ich mir jeden Tag oder das ist ein Klassiker bei mir oder das, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn die Familie richtig glücklich werden soll, das mache ich. Also ich habe tatsächlich 2 Rezepte. Wow. Du kannst jetzt entscheiden, was du möchtest. Du bist ein Streber, du kannst ja auch beide anbieten. Das ist ja, okay. Warum denn? Also es ist in Weihnachten, wir sind ja in der Weihnachtsfolge. Mhm. Wie man sieht, man hört es nicht an meinem Pulli. Ich war gerade in Schottland und zwar bin ich im Scottish Salmon Circle. Stimmt. Oh yeah. Das stimmt, das hast du noch letztes Mal erzählt, Scotland, dass du jetzt nach Schottland fährst. Yeah. Wow. Also ich liebe Schottland, ich habe da ja gelebt ein Jahr, ich liebe die Schotten, wirklich Hammer und ich liebe auch tatsächlich, und das ist kein Werbeslogan jetzt, der schottische Lachs ist sensationell. Es gibt ein Label Rouge Lachs, ist das einzigste Label Rouge Produkt außerhalb von Paris oder außerhalb von Frankreich, was es gibt, das ist der schottische Lachs. Label? Das ist eine Auszeichnung oder ein Etikett für besonders gute Qualität an Produkten. Und so, da jetzt kommt der Konsument von da draußen und sagt, Lachs soll man ja nicht mehr essen. Lachs ist ja belastet. Warum? Weil natürlich erstmal die
Fischung des Lachses, dann die Anzucht in Becken voll Pumpen mit Antibiotika und dann haben wir natürlich die Verseuchung der Weltmeere und die Ablagerung von Schwermetallen innerhalb des Fisches. Genau. Stimmt alles. Deswegen und gerade deswegen sollte man guten Lachs essen und sollte auf so Produkte und auch auf solche Hinweise wie Label Rouge, es gibt ja mehrere, achten, um eben Produkte zu kaufen, die... Gott, wäre das ein guter Ort für eine Follow-Food-Werbeposition. Also wirklich. Brutal, ne? Was soll ich machen? Jetzt kann man ja sagen, hier Bio-Zucht-Lachs von Follow-Food. Ja. Oder was? Nee, also jetzt nicht Bio-Zucht. Also, na, aber du, also ich bin total bei dir. Mhm. Aber das ist wirklich ein gutes Produkt. Und das Schöne ist, dass die mich eingeladen haben, also mich und andere Köche, und wir durften uns anziehen, wie die eben anschauen, wie die aufgezogen werden. Und das hat mich noch mehr davon überzeugt, was für ein gutes Produkt das ist und was für ein auch nachhaltiger Gedanke dahinter steht und wie toll. Ich meine, es ist unfassbar, wir waren da draußen auf dem Meer quasi an diesen großen im Fjord, sagt man das in Schottland, sagt man das glaube ich gar nicht, in den Buchten, da haben die ja diese Zuchtanlagen. Unfassbar. Kalter Wind. Ja. Rote Nasen. Ja. Ja. Und bärtige Männer. Ja. So stelle ich es mir gerade vor. Genau so. Genau so. Also es war total stark. Und da habt ihr quasi mit bloßen Händen oder auch mit einem Langschwert ich bin reingesprungen. Ja, das Wasser, genau. Den Fisch dann mit der Klinge. Genau. Und haben dem Fisch den Kopf abgebissen. Und dabei Freiheit geschrieben. Nicht mehr, genau, richtig. Nein, totaler Blödsinn. Wir haben uns das angeguckt, wie die da leben. Und also nach wie vor ein super Produkt. Deswegen habe ich mitgebracht, guck mal, ganz streberhaft. Und das wird ja Weihnachten immer noch gerne gegessen. Gebeizter Lachs. Schön. Eine schöne Beize. Schön. Das ist interessant für euch, weil ich wollte es schon diverse Male machen. Es gibt leider keinen frischen Lachs von Follow Food. Deswegen ist es immer doof. Aber dann probier doch mal den von Label Rouge. Das ist mir gerade nicht möglich. Spaß. Ich bin Freund von Trockenbeize, heißt Salz, Zucker, soll ich das vorlesen oder? Du kannst es kurz erklären, wie du es machen willst. Muss jetzt keine Mengenangabe, aber so grob wie man also machen könnte. Also grobes Salz, Meersalz, Zucker. Ich verwende gerne braunen Zucker, hat ein bisschen eine andere Aromatik als weißer Zucker, ist ein bisschen nussiger. Leckerer, nussiger. Schwarzer Pfeffer, hatten wir eben schon gesprochen, bloß keinen weißen Pfeffer. Also bei mir in der Küche gibt es zwei Produkte nicht, das ist einmal weißer Pfeffer und jede Paprika wird geschält. Keine Paprikaschale. Ist unverdaubar und ich hasse Paprikaschale. Ist unverdaubar, aber so wie Mais? Ja. Kommt hinten wieder, also ich esse nicht wirklich viel Paprika. Ja, wenn du eine rohe Paprika isst, dann kommt die Schale kommt hinten wieder. Ah ja, guck, siehst du, das habe ich nie gesehen. Also nicht gut. Dann Nelken, Thymian, wer möchte, kann aber auch weglassen. Fenchelsamen, ganz wichtig, Lorbeer, Wacholder, Sternanis und Koriandersamen. Und das alles kurz angemixt. Ich mache so, dass ich die Gewürze immer kurz anröste. Ja. Wer dir schon länger zuguckt, der weiß das, der sieht das. Ich kann es immer wieder nur sagen, probiert das zu Hause aus, nehmt einfach mal ein bisschen Pfefferschwarzen, riecht dran und dann röstet den ganz kurz in der Pfanne an. Und du hast sofort Geruch, schon ganz anderes Aroma. Ihr aktiviert so viel innerhalb der Gewürze, das ist, und vor allem, nehmt nicht den bereits gemahlenen vom Gottes Discounter. Willen. Dann lasst es lieber. Ja, dann lieber gar nicht, dann lieber essen gehen. genau, und diese, also dann die Gewürze rösten, danach entweder im Mörser zerstoßen oder kurz im Mixer auch anmixen. Ja. Ich würde die nie pulverisieren, also das würde ich nicht machen, sondern immer so anmixen, also dass sie so kurz gestößelt werden. Dann mit Meersalz, Braunzucker vermischen und dann eine Seite Lachs, ein Stück Lachs. Beim Beizen vorsichtig, nicht zu klein. Also das, was du beizt, nicht zu klein. Also wenn du nur ein ganz kleines Stück Lachs beizt, dann musst du wirklich aufpassen, weil das sehr schnell zu salzig dann wird, zu intensiv wird. Da ist immer am besten, wenn du irgendwie eine halbe Seite dir holst und dann sagst, okay, und das Beizen macht bekömmlich. Man kann gebeizten Lachs, könnte man auch wegfrieren. Ist jetzt nicht super geil, weil der ein bisschen von der Struktur her ein bisschen weicher wird nach dem Wiederauftauen, aber es funktioniert. Also auch da, finde ich, kann man ruhig machen. Kleiner Tipp von mir. Aber man macht den Fisch ja auch haltbar durch die Beize. Genau. Ne? Das ist ja eine ganz alte Praktik, um mit Salz oder mit Gewürzen, ich glaube, es ist vor allem das Salz, was konserviert,
und der Zucker vermutlich auch, der den Fisch ein bisschen haltbarer macht. Genau. Und dann 24 Stunden, je nachdem, im Kühlschrank liegen lassen. Im Kühlschrank in der Beize, das wird dann natürlich sehr feucht. Mhm. Danach abspülen mit kaltem Wasser. Den Lachs. Der sollte abgedeckt sein mit der Beize. Mit der Beize komplett abgedeckt, dass wirklich, dass man den Fisch nicht mehr sieht. Dann mit kaltem Wasser abwaschen, bisschen abtupfen mit einem Küchentuch und dann dünne Scheiben aufschneiden, köstlich. Für Frühstück, für Vorspeise. Alles für die Vorspeise, fürs Frühstück, für wenn Fahrt man, in der Bahn, ja, zur Verwandtschaft. Geht auch. Da könnt ihr in meinem ganzen Bordbistro was aufschneiden. Total lecker mit ein bisschen Creme fraiche und Meerrettich. Geil, mit frischem Meer. Dann ganz wichtig beim Meerrettich, frischer Meerrettich, geil. Aber noch geiler, habe ich aus Österreich, liebe ich, ist dieser Krähen im Eimer. Den gibt es nicht Sahne, überall. Nee, ohne Sahne, sondern nur Krähen. Der ist so scarf. Das sind so wie so Spaghetti. Also Krähen hat übersetzt auch nur Meerrettich. Genau, ja. Das sind wie so Spaghetti, sind das so wie gebrochene Spaghetti. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Oh, total geil. Ja, was soll das denn der sein? Der ist so richtig scharf. Ist das quasi wie so geriebener Fisch runter? Ja, genau. Aber der ist so richtig scharf. Aha. Super intensiv. Ich habe das Problem, ja, ich habe früher viel mit Meerrettich, wir haben Pastrami gemacht beim Ritchie im Laden mittags. Und da war immer auf dem Pastrami Meerrettich obendrauf. Und jetzt kaufe ich mir manchmal noch privat. Ja. Den kann man wegfrieren und immer wieder rausholen, aber du kriegst halt auch so ein Meerrettich nicht weggehobelt. Wo willst du denn überall Meerrettich drauf machen? Kann man mal machen, aber... Und ich finde, also was mir aufgefallen ist, wenn du den Meerrettich im Supermarkt kaufst und denkst, oh, das ist ein schönes Stück Meerrettich oder eine schöne Wurzel, die nimmst du mit, dann kannst du echt... Das ist auf einmal Petersilienwurzel. Ja, das schmeckt dann so wie Petersilienwurzel. Also dir fehlt so die Intensivität und es ist echt schwierig, finde ich. Also, ich wollte eigentlich auf die Optik hinaus, dass du dich wieder vergriffen hast. Nein, das sieht ja ähnlich aus. Ja, aber das schmeckt dann auch so, das ist ja das. Also schmeckt ja dann, also meinst du, dass ich die Petersilienwurzel vielleicht genommen habe? Nein. aber super lecker. Und also finde ich zu Weihnachten irgendwie immer noch so ein Klassiker. Schönes Rezept, mega. Ne? Finde ich richtig gut. Ob wir noch eins machen? Das irgendwie dann ich werde das hier in die Shownotes schreiben. Super. Die Leute, die können das nachmachen. Und dann habe ich mein absoluter Favorite für Weihnachten. Oho. Rotkraut. Jawohl. Aber wir machen ein Ingwer-Rotkraut. Schön. Schön scharf, schön mit spicy, da ist Currypaste mit drin. Also wir machen den Ingwer, das Kraut schneiden in Würfel, wenn man so als Chutney will, oder in Streifen einfach runterschneiden, frischen Rotkraut, Rotkohl. Dann Apfel, ganz klassisch, ganz viel geriebener Ingwer. Mhm. Dann kommt rein Olivenöl, Zesten von und Saft von Zitrone und Orange. Ein bisschen Zucker. Da auch wieder möglich braunen Zucker oder Kristallzucker, je nach Geschmack. Und dann Ingwer, nochmal als Pulver. Gibt es so ziemlich scharfes Pulver im Drogeriemarkt, super geil. Ach ja. Wirklich richtig Power hat. Da ganz wichtig finde ich, wenn ich wie Ingwer als Pulver oder getrocknet kaufe, dann kaufe ich immer kleine Mengen, weil der sehr schnell an Geschmack verliert. Mhm. Aber wie so viele gemahlene Gewürze. Genau, also das ist so ein Ding. Und man kann auch Ingwer getrocknet kaufen und ihn selber mahlen. Im Mörser oder so, das geht auch. Oder man macht sich die Arbeit und trocknet selber Ingwer. Aber das ist dann ein bisschen too much. Dann, was mit drin ist, kandierter Ingwer. Sensationell, gibt es in so Süßigkeitenläden, in so Pralinenläden und so kandierten Ingwer. Das könnte man wiederum selber machen. Na, du brauchst einen Könnt man auch. Vorher, ne? Ja, aber ja, haben ja mittlerweile Heizung. Echt viele Leute. Oder Heizung, ja. Dann Currypaste und da je nach Geschmack und nach Schärfe kann man da frei wählen. Also bis zur Currypaste war ich jetzt, ist ja ansonsten weihnachtlich. Ja, ansonsten ist der weihnachtlich, jetzt kommt die Currypaste, Currypulver, Tabasco, Sojasauce, Creme de Cassis. Aha. Ein bisschen Ketchup, man Creme mag Cassis kriege ich. Ich habe immer nur diese Beurant-Flaschen im Kopf, die habe ich auch letztens wieder gekauft für den Cheesecake. Jetzt habe ich schon wieder diesen Liter. Du bist viel zu weit. Wo kriegt man Creme de Cassis? Eigentlich muss man dafür sowas auch so einen Supermarkt, so einen günstigen, in der Alkoholabteilung gibt es das meistens, für Mischgetränke. Ach so, für Cocktails? Ja. Aha. Also Cassis ist eine schwarze Johannisbeere. Genau. Ja, Punkt. Ketchup? Und ich, also, für jetzt, mich ist eins. Wenn Ketchup, dann immer Heinz-Ketchup. Für mich. Aha. Ich liebe Heinz-Ketchup. Und ich bin, also ich muss sagen, Ketchup ist schon bei manchen Dingen für mich schon so ein bisschen Geheimwaffe geworden. Also ich weiß, jetzt werden viele Leute um Gott. Ja, ich muss auch gerade einatmen. Aber so ein Löffel Ketchup in eine Guacamole gibt nochmal einen ganz, gibt nochmal einen anderen Twist. Aber dann auch nochmal Tomaten dazu oder?
Wer mag, ja, wer nicht, braucht er nicht unbedingt. Aber so dieses, du hast halt im Endeffekt Zucker, Säure. Ja, es ist ein Geschmack, es ist Umami. Genau. Es ist ein Geschmacksverstärker. Ist es. Also, Ketchup, dann Rotkohlsaft. Aha. Und das ist wirklich einfach, um diesen intensiveren Geschmack nochmal zu bekommen. Es gibt mittlerweile im Drogeriemarkt, gibt es den zu kaufen. Also statt Mühe gießt du das mit Rotkrautsaft genau. an. Und genau. Ja. Rotkrautsaft, Apfelsaft, naturtrüb. Jupp. Dann kann man noch ein bisschen mit Rinderfond aufgießen yeah. oder Gemüsebrühe, aha. je nachdem, ob man vegetarisch will oder nicht. Portwein und abgeschmeckt wird das Ganze mit Salz, Pfeffer, bisschen Kümmel und Johannisbeermarmelade. Stelle ich mir hervorragend vor. Es sind super viele Ingredients, es ist ein bisschen Arbeit, es dauert, weil das muss auch lange kochen, 6 bis 8 Stunden. Aber ich schwöre es euch, das ist so intensiv, lecker, geil. Ist ja richtig lecker, schlotzig, geil. Ne? Ja, das wird richtig so ein bisschen, fast schon wie so ein Püree. Chutney. Ja, nee, das hat schon noch Struktur, ja. aber es hat so eine sehr, ja, sehr, so kannst du fast so als Nocken abstechen. Mhm. Gibt's das, wissen ja die Leute noch nicht, aber ich bin ja heute Abend ja. wieder hier. Ja. Ich habe nämlich nach meinem ersten Besuch gesagt, da war ich mit meinem Chef war ich hier. Mit meinem ehemaligen Chef, mit André Rickert aus dem Bitlabu. Ja. Wir sind hier essen gegangen, weil er ist ja Berliner. Und er hat gesagt, er war hier früher öfter und hat seine Eltern zu Weihnachten eingeladen. Und ich fand das, ich glaube, das war dann eine Woche später, 2 Wochen später, wo wir dann hier gedreht haben. Das Kaminfeuer war an. Es hat auf einmal angefangen zu schneien. Zu einer Jahreszeit, nur für dich? In der es hier eigentlich noch nie, es liegt immer noch Schnee, jetzt ja. noch 3 Wochen später gefühlt. Und es war so ein richtig schönes Gefühl, so ein richtiges, oh Mensch, Weihnachten, kalt draußen, hier Feuer, Ente, tolle Menschen und Jazzmusik, die spielt hier bei euch in der Lobby. Es war so richtig, einfach so ein Glückseligkeitsgefühl als Gast. Und dachte ich mir, das muss ich ja weitergeben. Ich lade die Familie aus Frankfurt ein. Wir haben mittlerweile den Tisch erhöht auf 7 Personen, denn ich habe mit ja, mega. Wer ist euer Frühstückschef? Michael? Markus. Markus? Ja. Mit ihm habe ich telefoniert und er hat sich mir angenommen und meinte, oh, das wird ganz schwierig, aber wir haben es hinbekommen. Und jetzt kommt die Familie aus Frankfurt und aus Berlin zusammen und wir feiern hier Weihnachten. Und gibt es ja. Rotkraut dann da oder? Zu klassisch zur Ente nicht. Ach. Aber ja. Wir haben, ich will jetzt nichts Falsches sagen, doch, aber wir machen jetzt ein bisschen wild auf die Karte und das machen wir tatsächlich mit dem Rotkraut. Wirklich? Ja. Das ist ja spannend. Ich glaube, ich darf es aber nicht nehmen, weil ab 7 Personen ist nur Menü. Ja, ist nur Ente an. Ente vegetarisch oder normal. Aber für dich mache ich eine Portion. Dann muss ich wieder betteln am Pass. So ein Probierlöffel, den. Ich packe die beiden Rezepte unten in die Beschreibung. Ich überlege jetzt gerade, weil wenn das rauskommt, dann habt ihr ja nur noch 2 Tage Zeit, um es zu kochen, wegen weihnachtlich. Und dann könnt ihr gleich mal einkaufen gehen, weil es ist ja Feiertag. Aber den Lachs kann man ja also immer, Lachs ist das super, ist immer Leute. Geil. Was soll und das Rotkraut, das ist so ein großes Rezept, da kann man sich erstmal mit befassen fürs nächste. So schaut's aus, stellt euch so an, ja? Was soll das denn? Genau. Ich glaube, es geht los. Jedes Mal diese Beschwerden. Aber außerdem kann man das auch mal, wenn man mal die Roulade zu Hause mit ein bisschen fetziger will, dann machst du halt mal dein Ingwerkraut dazu. Mm. Obwohl, ja, ich weiß nicht. Ja, warum denn nicht? Mit der Essiggurke. Doch, kann man schon machen. Ach ja, geht alles. Ich mache auch sehr gerne Gurkensalat mit Ingwer. Mm. Und zwar gibt es einen sehr geilen Fischladen, der ist so underrated. Der heißt Seaside, ist in Mitte Kronenstraße, nee, Friedrichstraße. Mhm. Und der hat einen der besten Fish and Chips, finde ich. Und die machen aber auch dazu einen Gurkensalat mit Ingwer. Und dachte mir, das kann ja nicht wahr sein, wie gut das passt. Ne? Da habe ich einfach diesen Gurkensalat adaptiert und auch immer mal ein Fish and Chips Rezept davon gemacht und dachte mir, oh, geiler Laden. Aber es ist nie einer da. Also es ist, ach, ist halt auch eine Gegend, wo kein ja. Mensch halt so ist. Ne? Aber jetzt habe ich mal was, wo ich vielleicht mal hingehe. Gleich gegenüber Lius. Lius, L-I-U. Die machen mittlerweile auch Schärfe-Essen, aber einmal im Jahr. Und die sind richtig krass, was... Ist es kantonesisch? Ich weiß es nicht. Ja, chinesische das Küche. Hat mir schon mal jemand gesagt. Naja, jetzt wird es ein bisschen gehypt, weil Goldie ständig ihre Gäste damit hinbringen. Mhm. Und jetzt muss man gucken. Aber man kann vorbestellen, dann geht man an der ganzen Schlange vorbei, ja. nimmt sich das Essen und haut ab. Das ist so meine Taktik. Auf jeden Fall wollte ich mit dir über was sprechen. Ja. Denn du bist dein Signature-Dish. Die Ente, die eilt dir ja voraus. Wir hatten jetzt gerade erst die Dimsum-Haus-Ente im Videotest. Jetzt hatten wir dich besucht hier für deine, ist es keine richtige, ist es eine Peking-Ente, X-Berg-Duck. Ja. Und was ich halt schwierig finde, ist, weil wenn du mit Köchen sprichst, und das hattest du vorhin auch schon angesprochen, ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Comedians, die wollen... Oder wie Künstler, die wollen halt immer sich neu erfinden, immer wieder das Nächste machen. Währenddessen, wenn man irgendwie auf den amerikanischen Markt guckt und du fragst jemanden nach einem Running Gag von vor 20 Jahren, dann wird er bedient. Dann ist er immer noch, dann die Leute kriegen das, was sie wollen.
Und dafür sind die oftmals auch bekannt geworden. Und wenn ich jetzt hier nach Berlin schaue, sehe ich ganz viele gehobene Restaurants, die in Schwierigkeiten stecken, wo ich aber auch dann mir manchmal denke, boah, ihr bedient aber auch gerade nicht das, was die Leute eigentlich wollen. Und gerade geht es vielen nicht gut und ihr wollt aber ständig wieder euch neu erfinden und schmeißt eure Signature-Dishes über Bord, nur um nochmal irgendwie einen Tupfer hier irgendwas da zu machen, was die Leute vielleicht gerade gar nicht brauchen oder nicht wollen. Und jetzt hast du ja mit deiner Ente ein Signature-Dish, was sowohl Fluch, aber auch Segen kann sein kann, weil im Prinzip reduziert man dich dann vielleicht auf die Ente und du kannst aber selber nicht mehr der Kulinar sein, der weiter denkt oder der mehr macht, außer die Ente. Ja und nein und ja. Also in dem Moment, wo ich vom Koch, vom gut bezahlten Küchenchef zum Unternehmer, nenne ich es jetzt mal, wurde, mit einer Verantwortung für 55 Mitarbeiter, da sind Familien dabei, also tragen ja dann eine Verantwortung für viele Menschen auch, fängt man an umzudenken, weil du fängst an und denkst dir, okay, natürlich will ich kochen, natürlich habe ich Bock, kreativ zu sein, um Gottes Willen, aber was für Restaurants gibt es, die richtig erfolgreich sind? Und dann guckst du jetzt einfach mal nach Berlin. Jetzt haben wir schon tausendmal über Goalies gesprochen. Die sind sehr erfolgreich mit dem, was sie machen. Die machen seit Anbeginn die gleichen Sachen. Natürlich bringen die immer mal wieder was Neues raus. Das sind Köche aus der Sterne-Gastronomie. Guck dir den Grill Royal. Das ist für mich so ein Paradebeispiel. Du sprichst mit Leuten und sagst, die sagen, wo kann man in Berlin essen gehen? Und dann sagen viele, ja, du musst mal in den Grill Royal gehen. Dann denkst du, okay, in Grill Royal, wo jetzt. Wie? Ja, du musst da den Pulpo essen, den Kopfsalat, dann isst du noch ein Steak und das Geile ist, kannst du noch eine Flasche Wein trinken, musst du halt einen dicken Geldbeutel mitbringen, aber dafür sitzen auch drei Politiker neben dir. Ich wollte gerade sagen, vielleicht siehst du noch einen Star. Genau. Und das ist ein Konzept, das funktioniert. Und der Kopfsalat ist der Kopfsalat, aber der schmeckt gut. Ich habe den da gegessen, ich finde den lecker. Der Pulpo ist auch gut und die Steaks sind auch gut. Das ist nicht, dass da jetzt dass du da hingehst und sagst, boah, ich lasse mich heute mal wieder total überraschen von was, sondern du bist da und stellst einfach fest, dass es, du hast Bock auf Kopfsalat, Pulpo und Steak und gehst in Grill Royal. Und das ist so, es gibt Läden, wo ich einfach gerne hingehe, wenn ich die Stimmung dazu habe. Und wenn ich irgendwie eine geile Pizza essen will, dann gehst du, weiß ich nicht, dann gibt es 1000 Läden in Berlin, wo du hingehen kannst. Dann hast du aber deinen Laden, wo du sagst, da will ich immer hin. Ich bin zum Beispiel total gerne beim Sebastian Georgi, den gibt es leider in Berlin noch nicht. Wir hatten mal überlegt, ob wir mit dem zusammen was machen. Der macht das 905 in Düsseldorf, in München, in verschiedenen Städten. Geile Pizza, Wein- und Pizzakonzept, coole Sache. Hellboy, sensationelle Pizza mit so süß-scharfe Salami, hammerlecker. Gab es auch mal in Köln, gibt es leider nicht mehr. Aber das sind so, du gehst in die Läden, um das zu essen. Und das habe ich als Sternekoch in Anführungsstrichen, als der Koch, der irgendwie im Gourmet-Restaurant war, ja auch nie verstanden. Weil ich ja jeden Tag und ja, das musst du neu machen, das musst du, da musst du dich wieder, oh, was benutzt denn der jetzt für Produkte? Oh, da musst du jetzt nachziehen, oh, der nimmt jetzt, weiß nicht, da kam ja Wagyu. Ich glaube, Wagyu ist im Moment auf jeder Speisekarte, jeder macht Wagyu. Ja, das stimmt. Ja, also um Gottes Willen, gar kein Vorwurf. Und ist ja so, und manche machen das sensationell gut und das esse ich auch gerne. Also ist jetzt nicht so, dass, aber irgendwo, ich finde, wenn ich richtig gut essen will, oder falsch ausgedrückt, wenn ich ein Erlebnis haben will, dann gehe ich gerne auch mal, weiß nicht, zu Tim Raue oder zu, wobei ich den ein bisschen rausnehmen muss, weil ich dem seine Küche sehr gut finde und das auch gar nicht mehr so, ich finde, der Tim Raue hat es als einer der wenigen in Deutschland auch verstanden, dass man Signature, dass die ganz wichtig sind und wir haben eben kurz gesprochen über einen Kaisergranat und was, ja. Also, aber dann gehst du irgendwie in ein Restaurant und genießt den Abend und das ist gut, aber so dieses immer essen gehen und als Stammgast, also ich weiß nicht, ob die gehobenen Restaurants noch viele Stammgäste haben. Weil ich glaube, als Stammgast, und das sind wir halt prädestiniert zu,
bei uns kommen die Leute, wenn die Bock auf Ente haben. Mhm. Wenn die Bock auf die Art und Weise Ente haben, die wir hier zubereiten. Und es kommen viele Gäste und es kommen sehr viele Gäste auch 2 oder 3 Mal im Monat. Was ich nie gedacht hätte, weil ich denke, wie kann man so eine Ente 2-mal im Monat essen? Also krass, weil das doch irgendwie speziell ist. Aber genau das, wir bedienen genau diese... ja, diese Nische für die Gäste, die da drauf Bock haben. Und das ist viel mehr wert, für mich jetzt als Gastronom gesehen, viel mehr wert, als mich selber immer wieder neu zu erfinden. Und sind wir mal ganz ehrlich, dabei passieren ja auch viel mehr Fehler. Also wenn du dich jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat neu erfindest und immer wieder neue Gerichte präsentierst, da ist ja dann auch mal was dabei, was dem Gast nicht schmeckt. Das ist ja ganz normal. Es schwankt. Genau. Und umso größer ist der Respekt vor allen Kollegen hier in Deutschland, die, weiß nicht, jeden Monat ihre Menüs wechseln und neue Dinge machen und auf ganz hohem Niveau kochen. Mhm. Großen Respekt. Aber das wäre mir auch irgendwie viel zu anstrengend. Also ich habe hier festgestellt, Signature ist brutal wichtig für das, was wir machen, für die Art und Weise Gastronomie, die wir machen. Zu uns kommen die Leute, um Ente zu essen. Und das haben wir etabliert. Das war eine Teamleistung, da steckt viel Marketing hinter, da steckt viel Idee hinter, da steckt viel Witz hinter. Wir haben die Ente kreiert als Comic, wir haben das, haben die Ente zeichnen lassen. Wir haben einen Merch für die Ente. Wir haben Merch gemacht. Dank Tim Melzer bin ich nur noch der Entenbräter aus Berlin. Mhm. Ich kann damit gut leben. Also ich kann damit gut leben, weil wir Spaß daran haben. Ich den gewissen Selbsthumor habe, darüber auch ordentlich nach wie vor ordentlich lachen zu können. Auch ein bisschen den Eigenhumor zu sagen, okay, du machst ein Gericht. Wir haben öfters mal über kulinarische Aneignungen gesprochen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, ne? Das ist mit Sicherheit auch ein Thema. Wir machen nicht die Peking-Ente und wir machen ganz bestimmt nicht die beste Peking-Ente irgendwie von Deutschland oder von Berlin oder was weiß ich, weil wir keine Peking-Ente machen. Wir machen die X-Berg-Duck. Wir machen meine Idee, unsere Idee von einem sehr klassisch traditionellen chinesischen Gericht, was wir abgeändert haben, an uns angepasst haben, an unsere Ideen. Und ich würde niemals mich hinstellen und sagen, ich bin der beste Peking-Entenkoch. Never ever. Es gibt mit Sicherheit 1000 Leute, die es besser können. Wir machen eine coole Ente, wir machen eine coole Idee, wir haben eine geile Geschichte dahinter. Und am Ende, mir schmeckt es selber saugut. Deswegen verkaufe ich das gerne, deswegen koche ich das gerne. Und ich habe am Anfang auch gedacht, dass wir wahrscheinlich viel Fluktuation in der Küche haben, weil die Leute irgendwie nach einem Jahr keinen Bock mehr haben, Ente zu machen. Ganz im Gegenteil. Es ist so ein richtiger Sport geworden, wer wann auf dem Soße kommt, wann du dann den Entenofen beherrschst. Und die Auszubildenden freuen sich. Wir haben jetzt, das ist auch sehr spezifisch für die Auszubildenden, ne? Mit so einem voll, Ofen zu arbeiten. Brutal. Das habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. Also wenn ihr euch mehr dafür interessiert, ich will jetzt gar nicht die Ente von vorne bis hinten besprechen, weil ich glaube, das kennt man von dir vor allem. Aber wenn ihr euch wirklich interessiert, von Kühlhaus bis Küche, Verarbeitung, schaut ins jetzige neue YouTube-Video rein. Wenn es heute noch nicht draußen ist, kommt es am Dienstag. Und dann kriegt ihr eigentlich alles mit, wie das hier im Hotel so abläuft und wie die Ente fast alle Stationen durchmacht, bis hin zum Gast. Also das ist, also ich, und vor allem muss ich sagen, es ist, auch wenn es keine Peking-Ente ist, ist es gerade meine unangefochtene Nummer 1. Das kann ich jetzt schon mal spoilern, weil das einfach, es kommt geil. Man muss dieser, ich habe erst überlegt, du servierst es ja mit Krebs statt mit diesen Reismehl-Pfannkuchen, die dazu gemacht werden. Und du servierst dazu, ist das eine selbstgemachte Hoisinsauce? Mhm. Also von Grund auf nicht selbstgemacht, aber ja, doch. Und ich sage immer allen Leuten, keine Sorge, die ist ein bisschen weniger süß, weil dafür macht er nämlich Folgendes. Mhm. Er serviert eine Portion braunen Zucker dazu. Mhm. Ich dachte mir erst, boah, brauner Zucker jetzt damit drauf, das ist schon hart. Es ist ja kein Crepe jetzt hier am Stand, ne? Mhm. Und die Hoisinsauce ist ja bekanntermaßen sehr, sehr süß. Mhm. Aus Pflaumen, rote Bohnen und so. Und jetzt hat dieser braune Zucker neben der Haut von der Ente aber den Effekt, dass du einen Crunch hast, den du anders gar nicht erzeugen könntest. Und natürlich ist Zucker ein Geschmacksverstärker und der passt so gut. Deswegen sage ich allen, keine Sorge, die Hoisinsauce ist ein bisschen weniger süß. Ist wahrscheinlich gar nicht weniger süß. Doch, ist also ja? Da achten wir tatsächlich drauf. Die ist halt, weil ich auch so ein Freund von Säure und Schärfe bin, da arbeiten wir halt extrem viel mit Ingwersaft und mit Zitronensaft und Limettensaft. Also nicht um dem Zucker, sondern dass wir es eben nicht so süß hinbekommen. Weil du hast selber schon gesagt, du hast so einen französischen Crêpe und das wird ja dann ganz schnell so, ah, okay, Nutella und jetzt Einrollen und gib ihm, ne? Genau. Ja, aber das ist,
es hat sehr schnell mein Herz erobert und kann ich nur ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ich diese Idee mitnehme für irgendwas, wo ich Zucker als Crunch benutze, aber es ist halt eigentlich genial. Ne? Du hast so durch dieses Fett, was dabei ist, das bindet halt ja, ein bisschen. Das ist großartig. Was mich jetzt nur um diese Frage zu klären, wo kommt die Ente her? Wie kommst du jetzt als jemand, der eigentlich nicht in Peking war? Also meinst du jetzt die Idee? Ja, wieso wird hier Berliner Hotel die Ente angeboten? Wo kommt der Ofen her? Warum hast du die Ente für dich gefunden? Warum bist du jetzt Ich glaube, die Geschichte, die ich am öftesten erzähle und erzählen muss. Die aber auch ausgedacht ist, oder? Tatsächlich nicht ausgedacht ist. Ich sage ja immer so aus Scherz, ich habe ja in China gearbeitet. Ich habe in China nicht gearbeitet und Peking-Ente gekocht und gelernt, wie man Peking-Ente macht. Also es wäre Bullshit. Schreibt man sicherlich gerne, hört sich super an. Auch guck mal, der Deutsche, der war in China. Dann schneiden wir jetzt hier einfach und jetzt ist es so. So, ich war in China und habe gelernt, wie man Peking-Ente macht. Nein. Das ist alles Blödsinn. Ich habe gesehen, wie die gemacht wird, habe die selber gegessen da, habe die sehr gerne gegessen, war beim größten Peking-Enten-Guru in Peking beim Dadong. Hat mittlerweile, ich glaube, 17 Restaurants in Peking und macht jedes anders und auch eine Show daraus. Serviert die Peking-Ente sehr verrückt, auf sehr verrückte Art und Weise. Ist sehr viel Design, sehr viel Musik drumherum, sagen wir es mal so. Und haben hier angefangen, kurz vor Weihnachten. Wir haben eröffnet im September, habe damals gesagt in der Küche, wir machen Ente und Gans zu Weihnachten, klassisch. Mein damaliger Sous-Chef, der Hannes Reckziegel, der jetzt in München ein tolles Restaurant aufgemacht hat, der sagt, ja, wo willst du denn die machen? Ey, guck mal, unsere Konvektomaten, die sind ja viel zu klein. Da brauche ich ja eine Ente, einen Konvektomat, da bin ich ja Stunden beschäftigt. Also hast du das mitgenommen, weil es dir geschmeckt hat? Du hast das doch gegessen und fandest das atemberaubend, hast gesagt, dann nehmen wir es doch einfach mit. Nee, ich wollte hier eine normale deutsche Ente machen. Und der Ofen war zu klein. Und dann hat der Hannes gesagt, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich zum Hannes gesagt, na, dann machen wir halt Peking-Ente-Ofen. Dann kaufe ich einen Peking-Enten-Ofen, dann machen wir Peking-Ente. Und das war einfach nur Bullshit. Und abends saßen wir zusammen bei einer Flasche Bier, alle zusammen. Und dann sagte der Hannes, was ist mit dem Peking-Enten-Ofen? Und dann habe ich mein Handy genommen, habe gesagt, Peking-Enten-Ofen kaufen in Deutschland. Ja, in den Einkaufswagen. Bei Google. Firma in Hamburg rausgekommen. Ich habe den am Montag, es war irgendwie samstags, Montag angerufen. Auch total Klischee, ein Deutsch-Chinese am Telefon. Und der sagte dann, ja, ist kein Problem, dauert halt mit Verschiffen und, kostet 800 oder 700 Euro. 700 Euro. Der wurde dann aus China? Ja, die hatten in Amsterdam ein Zwischenlager und dann haben die den aus Amsterdam geholt. Ja. Zweieinhalb Wochen später kam dieser Riesenofen, der viel kleiner sein sollte, als der eigentlich dann war. Da habe ich ihn angerufen und gesagt, der ist ja viel zu groß. Und dann sagt er, nee, 1 Meter Durchmesser. Sag ich, ja, der hat ja 1,30 Meter Durchmesser. Und 1,30 Meter Durchmesser sind ja nochmal... Also riesig. Und dann sagte der, der Deckel hat 1 Meter Durchmesser. Da habe ich gesagt, ja, geil. Okay, da wird der Durchmesser dann am Deckel. Dann hat ja auch keiner gefragt. Ja. Und dann haben wir angefangen. Was natürlich, ihr müsst euch vorstellen, in der Küche ist ja immer sehr genau geplant, wo kommt was hin. Sprich, jeder Kühlschrank hat seinen Platz, jeder Konvektomat hat seinen Platz. Und da kann man 30 Zentimeter machen, da sehr, sehr viel aus. Und wenn man natürlich plant für 1 Meter, wo schaffst du die 30 Zentimeter zusätzlich her? Die müssen irgendwo herkommen. Ja. Was hast du gemacht? Wir hatten zum Glück den Grill, der am Anfang geplant war. Den haben wir nicht genommen. Deswegen hatten wir auch den Gasanschluss und hatten tatsächlich so ein bisschen Freiraum in der Küche. Also wir hatten tatsächlich, wahrscheinlich war es irgendwie Schicksal oder Fügung, dass der dann da gerade so hingepasst hat. Das ist auch der jetzt noch da steht. Ja, ja. Ne? Mhm. Wir haben 2 Stück mittlerweile. Wir haben noch einen zweiten gekauft, weil wir einfach auch schissen, dass irgendwas kaputt geht oder so. Dass wir haben auch 3 Gasbrenner da. Also wenn da was passiert, dann wir sind vorbereitet quasi. Und dann haben wir Enten reingehangen, alle möglichen Enten. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Das war alles richtiger Käse, war durch und was weiß ich. Wir haben Bolognese und was weiß ich was alles aus diesen Entenresten da gekocht. Das war schon ein bisschen frustrierend. Und dann habe ich mich noch mehr mit dem Thema befasst. Und dann war Wolfgang Otto da von Otto Gourmet und sagte, Mensch, was hast du denn da? Ich sage, einen Entenofen. Sagte, ja geil, ich habe die Ente für dich. Und zwar aus Irland, Silverhill-Ente, ist die Peking-Ente, ist eine Rasse. Und dann hat er uns die Ente geschickt und das hat sofort auf Anhieb funktioniert. Moment, die Peking-Ente ist eine Rasse, aber in Irland? Irland. Das ist ich will jetzt nicht sagen, dass ein biozertifizierter Hof, weil das nicht ist.
weil das ein bisschen anders gerechnet wird da. Aber das ist eine absolut hohe Qualität an Ente. Denen geht es verdammt gut da. Also verdammt gut ist ein Tier, was geschlachtet wird zum Essen. Die Illusion kann ich euch allen nehmen. Ist nicht so, dass wir die zu Tode streicheln, die Enten, sondern tatsächlich werden die geschlachtet. Aber denen geht es sehr gut. Das schmeckt man auch. Ist ein super Produkt. Und ist ja, kommt aus Irland. Wir hatten natürlich mega Schiss beim Brexit, dass das irgendwie uns betrifft dann mit der Ente, dass wir irgendwie nicht mehr drankommen oder schwieriger oder was weiß ich, wäre irgendwie so. Haben wir aber nicht, sind ja mittlerweile in Deutschland auf jeden Fall der größte Abnehmer. Also es gibt keinen anderen in Deutschland, der die ganzen Enten so abnimmt in dem Maße. Und aber gibt es denn keine deutsche Zucht, wo man die herbekommen könnte? Wir haben drei probiert, die waren alle nicht gut. Wir sind immer wieder dran, auch mal auszuprobieren. Ich bin super zufrieden mit dem Produkt und ich bin auch vor allem super zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Otto Gourmet, weil das ist schon mehr als eine Geschäftsbeziehung. Aus sowas wächst ja auch eine Freundschaft oder eine gute Bekanntschaft. Ich finde, das ist super wichtig. Also das gehört mit dazu in meiner Welt, dass man, dass ein gutes Produkt auch von guten Leuten vertrieben wird oder gemacht wird. Also das ist irgendwie so ein Sympathie spielt da, finde ich, auch immer noch eine große Rolle. Das ist da der Fall. Deswegen ist es nicht so, dass ich mich jeden Tag jetzt nach neuen Produkten umsehe. Natürlich guckt man immer mal als irgendwie, ob es noch was Vergleichbares gibt. Aber bis jetzt haben wir nichts gefunden. Und in Deutschland tatsächlich gibt es auch keine, also wie gesagt, wir haben zwei oder ein Produkt aus Deutschland, eins aus den Niederlanden, eins aus Belgien und die waren alle nix. Also ist auch ein schönes Reiseziel am Ende des Tages. Ne? Kann man mal vorbeischauen und mal einen kleinen Abstecher nochmal nach Schottland machen. Irland. Naja, aber wenn du schon da bist, nochmal nach Schottland. Ah ja, das hast du jetzt gut gehört. Ja. Ich will, ich weiß nicht, wie schaut bei dir jetzt, wann musst du weg? Du musst ja so. Okay, jetzt versuche ich mal kurz einen Bogen zu spannen. Denn wir müssen jetzt das Urania verlassen und gehen jetzt irgendwie mal Richtung Osten. In den tiefsten Osten, nämlich nach Serbien. Als wir uns kennengelernt haben, hast du mir davon erzählt und ich habe schon über mein Haupt nach der Folge mit Graciela aufgehört, Kitchen Impossible zu gucken, was ja nicht an Graciela lag, sondern einfach der Zeit geschuldet war. Und du kamst eigentlich direkt die Folge darauf und ich habe sie nicht gesehen. Und dann hast du mir am Tisch erzählt, naja, ich war in Serbien bei einem YouTuber und dann habe ich, say no more, ich weiß, wie du meinst, Almasan Kitchen. Und das war für mich genial, weil endlich öffnet sich Kitchen Impossible auch mal YouTubern. Ne? Ja. Und der ist ja, das ist ein Urgestein, da muss man sich vorstellen. Almasan Kitchen ist der Godfather of ASMR-Kochen, sprich Küche, also Videos, die ohne Sprechen auskommen, sondern nur mit den Geräuschen arbeiten. Was sagt bitte nochmal, ASMR. Genau, ASMR. Also, ASMR. Also auf Deutsch wäre es ASMR und auf Englisch ist es ASMR. Also das ist quasi, wenn Menschen sehr laut kauen, nur die Geräusche haben von Feuer, was brodelt, wenn du dafür gibt es einen Ausdruck. Na klar, das gibt einen eigenen Fetisch dafür. Also Menschen, wow. Es gibt Menschen, die kauen halt bestimmte Sachen und Leute, die stehen da sehr drauf, wenn irgendwas gekaut wird. Oder wenn irgendwelche Gegenstände gebrochen oder gestreichelt werden, da gibt es eigene Kanäle auf YouTube und so. Und das, bevor dieser Begriff geprägt worden ist, hat er das gemacht, indem er das Mikrofon einfach sehr nah am Messer gelegt hat oder ein Richtmikrofon ausgerichtet hat. Er hat Fett brodeln lassen, hat dann es ist ein Mann, der sich nie gezeigt hat, der in Serbien im Wald kocht mit nichts weiter außer Feuer und seinem Messer. Manchmal war früher noch eine Eule dabei, er hat eine Eule gehabt. Und hat dann in seinem Video die Sättigung so dermaßen hochgedreht, dass es den Augen wehgetan hat. Aber wenn man jetzt vorher 3 Gramm feinstes California Haze konsumiert hat, sich dann irgendein Streetfood reingeballert hat während den Ausbildungszeiten und hat diesen Kanal angemacht, dann hat es einem alles gegeben, was man brauchte. Nämlich noch mehr geiles Essen, Farbe, die wirklich über die Lichtverhältnisse hinausschießen und einen Ton, der sehr angenehm ist. Ne? Und da dachte ich mir, ist ja Wahnsinn, dass du da warst und mit dem sogar gekocht hast. Ich glaube, hat man auch bis heute, glaube ich, erst in Kitchen Impossible nochmal gesehen, wie der wirklich aussieht, weil der sich ja selber nicht zeigt. Boban. Wie war für dich der Dreh mit Kitchen Impossible und vor allem da in Serbien?
Hammergeile Erfahrung. Also muss ich sagen, es ist ein super geiles Team, was Kitchen Impossible umsetzt. Das ist unfassbar nette Menschen, unfassbar professionell. Also da könnte ich jetzt eine Stunde drüber schwärmen über all die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe. Ich war so begeistert, das war so herzlich, das war sofort familiär, total stark. Das nimmt dir viel Angst, also mir zumindest, ich bin kein Profi, was Fernsehen angeht und habe mich da auch jetzt nicht so als, also ich habe viele Freunde, denen ich eher zugetraut habe, dass die eingeladen werden, bei Kitchen Impossible mitzumachen, bevor ich eingeladen oder gefragt werde, deswegen war ich sehr überrascht. Wie kommt denn die Verbindung von Tim zu dir oder wurdest du gar von nicht, Tim? Die haben mich angerufen, also die Redakteurin hat mich angerufen oder die Chefin da und hat gesagt, ob ich Bock habe mitzumachen. Ich habe gedacht, jemand soll die Ente bei uns machen, habe gesagt, ja klar, Ente, wann, wie, wo, nee, du sollst gegen Tim antreten, krass. Und dann habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja cool, irgendwie geile Herausforderung. Alleine ohne Fernseh, ohne den Fame, der damit kommt, diese Box vor dir zu haben, die zu öffnen, ein Gericht Gänsehaut, zu probieren und nachzukochen. Wie geile Challenge, was für eine, also für einen Koch gibt es doch eigentlich nichts Geileres. Mhm. Und das war dann in Serbien, kam das dann, hätte schwören können, dass ich irgendwo dann da... Wobei, kann eine geile Challenge sein, je nachdem, was in der Box drin ist. Das kann auch richtig Horror sein. Ja, voll. Aber das ist ja das Geile, so dieses dieses über deinen Geschmack zu, ne, wie aber es hatten wir vorhin erst, man kann ja nicht alles können. Wenn da jetzt eine Box Sushi drin ist, dann versuchst du da rumzukrebsen. Ja, dann versuchst du, also du, das ist ja, du, ja, du kannst nicht alles, aber man kann sich irgendwie da reinfuchsen. Was heißt rein, ist zwischen der Box und dem nächsten Tag, hast du da irgendwie die Chance zu recherchieren? Und nein, also natürlich könntest du dein Handy nehmen, googeln und so, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Irgendwo ist es eine Challenge. Und wenn du ein fairer Sportsmann bist, dann fängst du nicht an, Rezepte zu googeln. Und also was du mit Sicherheit, also ganz klar, ich habe das als Beispiel jetzt, Erwin, ich habe die Box aufgemacht, das ist so ein verkohltes Stück, sah so aus wie ein verkohltes Stück irgendwas. Daneben war ein bisschen Salat, ein paar Pilze. Dann habe ich das Schwarze weggepult, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie ein Salzteig oder so. Mhm. Habe festgestellt, dass da ein Stück Fleisch drin ist mit irgendeinem Stückchen drumherum. War sehr schnell der Duft von Oliven. Pilze lagen daneben, deswegen habe ich so gedacht, am Anfang noch, das sind Pilze. Aber es waren nur Oliven. Habe dann so probiert und habe dann gemerkt, der Teig, der schmeckt. Das ist gar kein Salzteig oder kein Ton oder was weiß ich, das ist schwarzer Brotteig. Also habe ich im Kopf gehabt, okay, du musst irgendwie so ein Brot machen. Also es war so ein Stockbrot. Beef Wellington-mäßig. Ja. Jetzt habe ich kein Stockbrot-Rezept im Kopf. Das, was ich aber habe, ist so eine gewisse Ahnung, wie man was oder wo ich hin will. Wir haben ein Rezept, oder ich habe das von der Tanja Granditz aus dem Buch, die hat so ein Knäckebrotrezept. Das ist ein ganz cooles Brotrezept, weil da ist ein bisschen Trockenhefe drin, das wird nicht so ganz so knusprig. Also du kannst das sehr knusprig machen, kannst es aber auch so ein bisschen chewier machen. Und so hat sich das so ein bisschen so angeschmeckt. Also wusste ich, okay, ich will... Das hat sich für mich so angeschmeckt. Ja, so das hatte so einen Hauch davon. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du dieses Rezept. Aha. Das habe ich natürlich nicht im Kopf und nicht irgendwie im das Tanja Granditz Buch oder meinem Rezeptordner dabei. Das ist natürlich dann was, wo du dann zwischen dem Dreh dann mal nochmal kurz im Laden anrufst, sagst, hey, könnt ihr mir mal kurz per WhatsApp nochmal das Tanja Granditz Rezept, da ist ja ein bisschen trocken, was ist da drin, das und das und das. Aber du musstest ja vorher, also zwischen Box und Einkauf ist keine Chance da zu recherchieren. Zwischen Box und Einkauf ist kein Platz zum Recherchieren? Nein, also es ist nicht so, dass du dann irgendwie, das machst du auch nicht. Du bist selber auch so aufgeregt und schreibst dann die Liste und sitzt das dann im Auto. Das finde ich aber, okay, weil als Koch erkennt man natürlich, welche Zutaten beinhaltet das, was kann es sein. Immer. Ja, aber dann, wenn es immer anders ist, eine Hippe oder es ist irgendwie was, wo du sagst, oh Gott, wann habe ich das letzte Mal eine Hippe gemacht oder das letzte Mal... irgendwelche Teigmassen oder sowas, dann weiß ich grundsätzlich, was ist da drin, aber vielleicht nicht mehr die Mengenverhältnisse und sowas. Genau. Und dann kann man natürlich. Aber einkaufen kannst du? Genau. Und so richtig. War das halt. Also ich habe dann alles gekauft, ich habe die Pilze zum Beispiel nicht gefunden, habe dann andere Ersatzpilze, habe aber gesagt, dass, also was heißt wichtig, das hört sich jetzt so albern an, aber es ist ja im Endeffekt, also wenn man das als Wettkampf sieht, was es ja ist, dann analysierst du das Gericht und ich sage, also die schwarze Farbe, ich würde das zu Hause, würde ich das mit Sepia-Tinte machen. Wir sind in Serbien, ich glaube nicht, dass ich Sepia-Tinte hier kaufe. Ich bin sehr gewundert, dass der die auf einmal hervorgeholt hat. Also habe ich Kohletabletten gekauft. Ja.
Ich wusste aber, dass das eigentlich nicht funktioniert, weil du brauchst so viele Kohletabletten, um so eine Masse. Dass du vermutlich an Verstopfung stirbst. Genau. Und wahrscheinlich. Und das war dann so, aber ich habe das gesagt, deswegen habe ich es von ihm bekommen. Hätte ich von vornherein nur gesagt, dass der das gefärbt hat mit Kohletabletten, hätte ich mit den Kohletabletten arbeiten müssen. Ja. Aber am Supermarkt habe ich keinen Sepia bekommen, habe das dann aber vom Originalkoch bekommen. Also das ist schon, der Wettkampf ist fair. Also es ist schon so, wenn du das rausschmeckst, wenn du das erwähnst in dem Dreh, wenn du sagst, das und das und das glaubst du, das drin ist und das dann nicht kaufen kannst, weil es das da nicht gibt, dann hilft dir der Originalkoch, wenn du richtig lagst, aus mit dem Originalen. Verständlich? Wobei, für mich sowieso. Ja. Wir müssen natürlich an die Leute da draußen denken. Ja. Aber es ist natürlich so, du warst ja nicht in der Küche. Beispielsweise in der Küche hast du ja nochmal so ein Repertoire an Sachen, die da rumstehen, das wo du wusste ich ja nicht. Genau. Du warst aber an einem Flussbett, Bach mit einem ausgeschalteten Feuer. Ich glaube, macht man anderen aus, so ein Lagerfeuer. Ne? Nee, nee. Ja, war alles aus. Ja, alles. Und was willst du nicht da bedienen? Ein Haufen Dreck und Moos? Ja, kannst du, genau. Aber das war ja so, deswegen, die haben halt auch gesagt, kauf alles, was du glaubst. Und dann hab ich gesagt, okay, Salz, Zucker, muss ich da alles kaufen? Ja, nimm mal alles mit, was du denkst, okay? Und es war ja eigentlich, das Schwierige daran ist, du sitzt in Serbien. Ich habe diese Box auch bekommen in so einem Stück, wo dann so ein Wald war, so ein überdachtes Wanderhütchen. Ja. Aber bist mitten in der Natur, kriegst so ein Gericht auf dem Brett, denkst nicht, dass du das in der Natur kochst. Ich habe gedacht, das ist irgendwo jetzt so ein fancy underrated Top 50 Restaurant oder so. Also hatte ich da wirklich noch so gedacht, das ist bestimmt irgendwie so, keine Ahnung, hier in Serbien und dann ist das nachher so ein Top 50 Koch, der so, da... So sehr naturbelassen. Ja, irgendwie Feuer, so, genau so. Ja. Und hab dann das Gericht analysiert und hab natürlich das Fleisch gesehen, hab das probiert, hab gesagt, boah, das ist so zart, aber es kann kein Filet sein. Das war in meinem Kopf. Ich saß ja in der Natur. Ich habe gesagt, du hast hier keine, also du bist in Serbien, hier gibt's kein Filet. Bescheuerte Idee, aber weißt du so, ja, wo ist ein Rest, gibt's auch mal das drin? Muss irgendwie so Schulter oder irgendwie so Nacken oder so, weil ein bisschen Fett durchwachsen war es und so. Mhm. Ja. Und das war dann im Kopf und das habe ich erwähnt, das habe ich alles gesagt, dann packen wir die Box ein, Kamera geht aus, du sitzt im Auto, fährst zum Supermarkt mit den Redakteuren, also es ist auch nicht so, dass du irgendwie alleine dann rum und okay, jetzt google ich erstmal rum, ging ja sowieso nicht, weil Internet war da ja am Arsch der Heide. Also kommt nicht erschwerend dazu. Aber hätte ich auch gar nicht gewollt, habe ich in Norwegen auch nicht gemacht, weil ich irgendwie auch gedacht habe, nee, du willst ja auch... Also da bin ich Sportsmann. Du willst ja irgendwie die Challenge. Also und ich nehme auch nicht an, dass Tim sich da hinsetzt und sagt, okay, ich habe jetzt meine 30 Rezepte da. Bei ihm will ich es mal da ist ja abgedroschen, Faulheit, der lässt sich da hinstellen und macht dann seine Nummer. Ja. Aber ich habe viele andere Köche oder Köchin, die sind halt so sehr ehrgeizig, dass sie alles machen, um das, glaube ich schon. Ja, aber das ist dann unfair, finde ich. Also ich finde, der Ehrgeiz darf, also der ist da, der war bei mir auch da, ich wollte unbedingt gewinnen. Oder auch das Nachfragen. Bist du in der Metzgerei und sagst, kennen Sie dieses Gericht, zeigst das Foto und der sagt, na klar, das sind Kutteln mit Erbsen und was, also als Beispiel. Ja, okay, ja. Nee, also ich habe dann schon Fleisch gezeigt in der Metzgerei. So. Mhm. Ja, und die zeigten mir aufs Filet. Und ich sage, na. Da. Und die war immer so, na, da. Dann habe ich halt falsches Fleisch gekauft. Mhm. Aber es war eine geile Challenge und Boban, ein hammergeiler Typ, spricht ein bisschen Deutsch. Mhm. Ich kannte den gar nicht, seinen Channel überhaupt nicht. War dann nach dem Dreh, als ich dann wusste, wo ich, bei wem ich war, dann habe ich natürlich, wo ich dann wieder nach Deutschland geflogen bin, habe ich dann erstmal mir 1000 YouTube-Videos angeguckt. Und weil er halt ohne Sprache erreicht er ja die ganze Welt. Und so ästhetisch. Jo. Also so, du hast da Bock, also auch ohne 3 oder 4 Gramm, sondern auch so hat man Bock, dem zuzugucken, finde ich. Ja, ich habe das durch meinen Mitbewohner damals mitbekommen, der war eigentlich Veganer. Hat auch ganz gerne mal eingeraucht und hat dann da quasi Musik gehört und hat dieses Ding geguckt währenddessen und dann meinte er, Cooking in the Forest, Almost in Kitchen, musst du dir mal angucken, du bist doch Koch. Und dann dachte ich mir, was ist das denn? Und das ist richtig entspannt. Also kannst du wie so Kaminfeuer abends anmachen. Ja. Und die Redakteurin, die eine, sagte zu mir, dass der vorher noch gesagt hat, ob er ein anderes Gericht machen soll, wo wir am Fluss, an einem anderen Ort kochen, wo ein fließender Fluss war. Ja. Mit so einem, wo ich noch so ein Dings hätte bauen müssen, so ein Reuse? Wie eine Mühle. Nicht wie so eine Wasserrad. Wasserrad. Dass dann das
gar gut am Feuer sich dreht. Da habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst. Sagt sie, doch, das war dem sein Vorschlag. Und wir haben gesagt, das schafft kein Mensch, der sich damit nicht befasst. Nee, das wäre zu viel gewesen. Ich muss die Pilze sammeln. Ich habe noch nie in meinem Leben Pilze gesammelt. Und dann habe ich den roh probieren wollen, weil ich mir alles so roh in den Mund stecke als Koch. Hat sie das abgeschlagen? Oh, no, nicht. Musst du kochen, vor um Gottes Willen. Warum konnte der Deutsch? Keine Ahnung, der hat aber recht gut Deutsch gesprochen. Deutsch, Englisch und Russisch und Kroatisch. Serbisch, ja. Mhm. Und gibt es eine Revanche? Weiß man das? Das weiß man nie bei Tim. Also ich kann, weiß ich nicht. Ich muss. Du hast ja gewonnen, müssen wir ganz kurz sagen, du hast ja gewonnen. Ja, ich habe gewonnen mit einem halben Punkt Vorsprung. Das war so ein dreckiges 1-0 in der Nachspielzeit, so richtig geil. Also eigentlich so, wie man so ein Derby gerne gewinnt. Jawohl. Als Unterlegener sozusagen, na ja, ja. So wie man gegen Bayern München gerne gewinnen würde. Ich würde sofort nochmal machen. Keine Frage, weil es mir echt riesen Spaß gemacht hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass Tim um eine Revanche gebettelt hat. Ich glaube, der hat auch Angst. Also ich glaube, der will kein zweites Mal verlieren. Ich habe, wenn mich jetzt mal fragen würde, wen könnte ich mir vorstellen für so eine Show, ein bisschen rumreisen, ein bisschen essen und sowas. Ich glaube, ich wäre sehr, sehr schnell bei dir für eine Fernsehshow mit Kochen, weil du bist sympathisch, du hast Ahnung von dem, was du machst, du hast schon einiges gesehen und du kannst, glaube ich, sehr, sehr gut mit Menschen, wenn sie dir taugen. Ich weiß nicht, du bist Gastgeber. Ich glaube, du kannst auch mal kurz auch Menschen, mit Leuten, zumindest so zwangsläufig. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, das aktive Geschäft so ein bisschen ruhen zu lassen und vielleicht in diese Welt einzutauchen und das nächste perfekte erste Date zu übernehmen, so wie Trette? Also ich hätte, erstaunlicherweise habe ich anfangs gedacht, um Gottes Willen, das ist nichts für dich. Das ist irgendwie alles so eine Welt, die ist nicht für dich. Du bist gerne im Laden, du bist gerne quatscht gerne mit den Leuten. Und was das alles mit sich gebracht hat, das hat nochmal eine ganz neue Klientel mitgebracht, eine ganz andere Art von Gästen, die vorher eben nicht unsere Gäste waren, die dann angereist sind. Wirklich, es gibt unheimlich viele Kitchen Impossible Fans, die dann tatsächlich die Restaurants abreisen und essen gehen. Mhm. Hätte Verstehe ich nie aber gedacht. Auch, weil ganz oft sehr, ja, sind ja auch tolle Restaurants total, dabei. Total, aber es war so erstaunlich nochmal. Und diese Kombination hat mir unheimlich gut gefallen. Also zu sagen, ey, du machst was im Fernsehen, hätte ich auf jeden Fall Bock. Also doch, muss ich sagen. Es ist halt Weihnachten, du kannst dir was wünschen. Ja, ja. Okay, dann wünsche ich mir zu Weihnachten, dass ich nochmal im Fernsehen Auftritt habe. Ach schön, egal wo. Was ich geliebt habe früher, war Biolek, Alfred Biolek, ja. Alfredissimo. Aha. Ich weiß nicht warum, ich müsste gewesen sein, also lass mich nicht lügen, zwischen 13 und... Ja, ich glaube sogar zwischen 12 und 15 oder so. Du, ich kenne es nur vom Hörensagen. Nee, ich habe das tatsächlich noch geguckt und ich fand das so geil. Also erstmal fand ich, was ich das sensationell, wenn einer zu mir sagt, interessant, dann sage ich immer, dann weißt du ganz genau, das ist scheiße. Es weil ist der halt Biolek hat das geil. Immer gesagt zu Dingen, die scheiße waren. Jo, klar, war, so, das interessant ist ja auch ein Begriff, das, den kannst du ja weit streuen. Unfassbar. Mhm. Das und ich fand das cool, wenn jemand... Oder spannend. Spannend ist auch, ja, spannend ist auch ein richtiges, ja, spannend. Oh, das ist aber eine spannende Folge. Spannende Idee, die du hast. Spannende. Lass uns mal hier weitermachen. Nee, das ist schon, also ich könnte mir Fernsehen schon nochmal vorstellen. Ich will aber die Zeit hier auch nicht missen und ich will auch, ich würde mir wünschen, dass wir noch lange mit dem Orania erfolgreich sind, dass wir weiterhin so coole Leute haben, die für uns arbeiten, die mit uns arbeiten und so viele coole Gäste haben, die Spaß daran haben. Und was dann nebenbei noch alles passiert, ich würde gerne noch mal ein zweites Restaurant aufmachen. Ich habe immer noch den Traum, im Corporate Office von einer großen Company zu sitzen und Restaurantkonzepte umzusetzen. Passt jetzt in das jetzige Leben, was ich führe, überhaupt nicht mehr rein. Ja. Deswegen entweder ist das dann so ein Job ab 55, weil ich wollte mit 55 in Rente gehen. Das habe ich als 14-Jähriger in der Schule gesagt. Fantastisch. Und hältst du dich auch dran? Puh, ich muss jetzt dann wirklich noch Gas geben. Und Rente ist auch relativ. Ne? Am Ende macht man doch wieder ganz viel. Ja, aber so diese, ich glaube, was ich wirklich erreichen möchte, ist, dass ich irgendwann wirklich nur noch die Dinge mache, die mir richtig Spaß machen. Und die Sachen, machst du das die mir. Gerade nicht? Es gibt immer noch Dinge, die nicht so viel Spaß machen. Beispielsweise? Dass man sich immer noch drum ärgern muss, dass die Lüftung ausfällt und dass. aber jetzt musst du ja keine neue Lüftung verbauen.
Nee, das ist noch schlimmer, weil ich würde es gerne können, dann wäre das Thema nämlich erledigt, weil ich muss jetzt Vertrauen aufbauen. Das ist ja schwierig gerade, ne? Ja, es ist, und ich muss sagen, ein Riesenkompliment an meine Frau. Die Jenny hat den großen Part der Technik hier im Haus übernommen, weil die natürlich dann irgendwie mit Blaumann Schraubenschlüssel? Mit E-Mails und Anwalt drohen und also so diese. Die andere Hand. Mega scheiße. Also ja. Und ich bewundere die Lästiges dafür. Thema. Ja, ist lästig. Nee, es gibt einfach so Sachen. Mich hat mal jemand gefragt, was so, was das die meiste Arbeit in einem Hotel ist. Und ich habe gesagt, früher war es mit Sicherheit so diese körperliche, harte Arbeit. Heute würde ich sagen, als Chef ist 50% meiner Arbeit, die Mitarbeiter zufrieden zu machen. Die Gäste? Das machen die ist nicht mehr so schwierig, ja, weil das machen die Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter, du brauchst die Mitarbeiter, damit die Gäste zufrieden sind. Und es gibt doch diesen Satz, bitte behandeln Sie meinen Kellner freundlich, weil es schwieriger, jemanden zu finden im Service als neue Gäste. So, diese, so ein Meme da. Den kann ich noch gar nicht. Ja, und das, aber das stimmt ein bisschen. Ja, es also, ist richtig. Und, das ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Das kostet halt viel Energie. Ich mache das gerne. Ich bin gerne auch mal, stehe einem zur Seite und so. Aber das kostet ja von einem auch Energie. Und das ist anstrengender als so ein körperlich harter Tag in der Küche. Aber die Gäste hier sind an sich... Die Gäste sind, also alle, die nett. Mitarbeiter und die Gäste, ja, schon. Aber da sind wir wieder beim Thema. Es ist ja auch, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen und wenn wir dem Gast auch vielleicht auch nicht die Chance geben, allen Müll hier zu lassen, den er von zu Hause mitgebracht hat, dann ist das schon auch ein anderer Umgang. Auf was? Es ist ja nicht nur dein Weihnachtsfest, es ist ja auch das Weihnachtsfest der Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber die dürfen sich auch was freuen, und zwar dürfen sie sich vielleicht auch was freuen, was sie hier bald erwartet. Wo willst du denn noch hin jetzt, weil du sagst, Urania ist noch lange nicht abgeschlossen, so wie ich es jetzt rausgehört habe. Außer natürlich ein Restaurant links und rechts und vielleicht noch mal eine beratende Tätigkeit in einer anderen Region. Was kann man denn hier erwarten jetzt? Also wir werden bald. Die Ente wird nicht mehr von der Karte verfliegen. Merch um die Ente wird immer größer. Mhm. Wir haben mit Sicherheit noch das eine und die eine oder andere Kooperation, die wir nächstes Jahr machen. Ich weiß nicht, ob ihr das... Mit anderen Restaurants und Küchenchefs, Chefin? Ja, also wir machen nächstes Jahr machen wir ein paar Außerhausgeschichten. Ich koche nächstes Jahr das erste Mal auf dem Gourmet-Festival im Rheingau. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das ist ja so deine Heimatecke da. Nicht ganz so weit davon entfernt. Ich bin an der Main-Seite. Ah, okay. Ja. Aber ist nicht weit. Aber ist nicht weit. Nee. Wir kochen seit einem Monat sind wir, oder seit Oktober sind wir... Caterer vom Bundeskanzleramt, also wir kochen für unseren Bundeskanzler bei Staatsbesuchen, einer von 5 Caterern, also es gibt mehrere. Was wünscht er sich so? Eigentlich sehr bodenständige, nicht so schwere Küche. Beispielsweise? Keine schweren Pürees und viel Soße und so, sondern eher kurz gebratenes Obst, nicht unbedingt Dessert. Also, und ich habe das begriffen, ich habe ja nicht mit ihm zusammengesessen, sondern mit den Leuten aus dem Bundeskanzleramt. Und die haben gesagt, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben jeden Tag Mittag und Abendessen Geschäftstermine. Und die Köche und Köchinnen, die für sie kochen, wollen immer ihr Bestes zeigen und machen immer noch ein Flöckchen Butter und noch eine Sahne und noch. Da gehst du ja auf wie ein Hefekloß. Helmut Kuh hätte sich noch gefreut. Den Trend woanders. Kannst dich nicht mehr retten. Deswegen verständlich. Also auch so eine bekömmliche Küche. Schön. Mhm. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Du warst Es ist jetzt nichts, wo ich sage, darauf könnt ihr euch freuen. Also ich nicht markiert euch einen Termin, da vieles. Kommt... Was ein großes Projekt für die nächsten 3-4 Jahre, ich muss noch jemanden finden, der das mitfinanziert und an mich glaubt, ich würde gerne ein Buch schreiben. Die sind ja jetzt hier gerade am anderen Hörer. Ja. Ja. Würde gerne ein Buch schreiben. Buch schreiben, schreiben lassen, kein Kochbuch, sondern würde gerne so ein bisschen meine Geschichte, meine Erfahrungen aus dem In- und Ausland, die verschiedenen Küchen, auch so ein bisschen das Leben, Mobbing ist ein schwieriges Wort, aber ich war nie der, in der Schule immer so der Jüngste, also habe auch viel Prügel bekommen, war immer nicht der Beliebteste, sondern immer mehr so der Mitläufer, aber habe mich durch den Beruf und durch die verschiedenen Stationen auch zum Leader entwickelt und finde das immer wieder interessant. Wahrscheinlich finde nur ich es interessant, aber ich würde gerne, das wäre was ich gerne machen würde, ein Buch schreiben. Ich finde, das ist ein schöner Vorsatz für das bald kommende nächste Jahr. Ja? Vielleicht hört da jemand zu, der genau das macht. Philipp, es war mir eine Riesenfreude, hier zu sein. Das siehst du daran, dass ich alleine diesen Christstollen fast aufgefressen habe, wie so ein gieriges
gieriges Tier, aber der schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Das Randstück war ein bisschen trocken, aber da sind wir jetzt mal ja, nicht okay, so. Ja, gut, hast und ja was zu trinken gehabt. Ich habe mich auch in die Mitte vorgearbeitet und hier ist hervorragend. Und ich danke dir, dass wir hier sein durften heute im Orania. Und natürlich an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Weihnachtsfest und wir konnten euch die Festtage noch ein bisschen versüßen. Ich glaube, es geht hier weiter im nächsten Jahr und dafür wünschen wir euch einen wunderschönen guten Rutsch. Ich gucke in die Kamera die ganze Zeit, die ist aus. Deswegen habe ich aufgehört. Also ich habe eben auch aufgeguckt und habe gedacht, läuft die jetzt? Nee, die ist schwarz. Ja, ja, das rote Licht, was da blinkt, das heißt okay. Die Kamera. Hallo, wuhu. Können wir jetzt den Arsch blank ziehen zu Weihnachten noch? Nein, lassen wir das lieber. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Einstieg ins nächste Jahr und bleibt, wie ihr seid und unterstützt die Gastronomie und vielen Dank an dich, Philipp, dass wir hier sein durften und für die Ente und jetzt heute Abend lassen wir uns nochmal richtig schmecken. Vielen lieben Dank an dich, dass du mich als Gast aufgenommen hast und mir zugehört hast und Merry Christmas.